Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen bei Wieland TV und Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich Janosch Moser. Er ist in Frankfurt zu Hause und wir haben uns über Zoom unterhalten. Um was geht es? Um Mystik, Chassidismus und Christentum. Wie kommt das zusammen? Ja, ich würde mal sagen, schauen Sie es an oder schau du das Video, den Podcast an. Und ich kann mir vorstellen, dass du vieles nachher verstehst, was du jetzt im Moment nicht verstehen kannst oder so irgendwie. Ich wünsche dir viel Vergnügen und abonniere diesen Kanal und abonniere auch den Kanal von Janosch Moser. Viel Vergnügen für euch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Okay, wie geht es dir? Mir geht's gut. Wie gesagt, schön Yom Kippur gefeiert, wieder von den Toten auferstanden dann und jetzt die Sukka heute eingerichtet. Ah, super, super. Alles da, alles da. Naja, bei mir natürlich immer sehr kompromissbehaftet. Also ich habe auf dem Balkon einfach nur mir ein Schlaflager aufgebaut. Das ist jetzt nicht so schön wie in Israel, die Sukkas, aber immerhin. Immerhin etwas, ja. Erzähle, über was willst du sprechen oder über was willst du nicht sprechen? Naja, du hast ja als Idee einfach so, wie ist mein Weg oder was verstehe ich unter diesem chassidisch-christlichen Weg? Also ich würde sagen, stell einfach deine Fragen und ich erzähle. Oder was hast du so für Fragen im Sinn? Also ich habe eigentlich zuerst einmal die Frage, ja, wie kommst du überhaupt auf den Chassidismus? Wie kommst du überhaupt auf die ganze Sache? Wie kommst du darauf? Naja, christlich erzogen, also was heißt erzogen, in einer christlichen Familie groß geworden, mit der Bibel dann irgendwann nicht mehr viel zu tun gehabt, in der Jugend erstmal eigene Wege gegangen. Und dann irgendwann so mit Anfang 20 das Leben, was ich geführt habe, zu hinterfragen begonnen. Also viel Alkohol getrunken, Party gemacht, was man halt so treibt in der Großstadt in diesem Alter. Aber dann irgendwann habe ich aufgehört mit Alkohol trinken. So von jetzt auf gleich, irgendwie kam der Impuls einfach über mich. Und dann, so ziemlich genau nach 9 Monaten, habe ich gemerkt, oha, irgendwie ist das Leben ja schön. Irgendwie geht es mir gerade richtig gut. Irgendwie habe ich so einen inneren Frieden geschenkt bekommen. Und dann hat eigentlich meine Suche begonnen. Dann habe ich gedacht, ich will wissen, woher das kommt. Ich habe es noch gar nicht mit dem Alkohol aufhören oder mit der Umkehr in Verbindung gebracht. Das war einfach wie so ein Geschenk, wo ich unbedingt wissen wollte, warum ich das, womit ich das verdient habe. Oder ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Und wie kann ich mich jetzt dafür bedanken? Und so die erste Idee, okay, ich will jetzt einfach mal anfangen, guter Mensch zu sein sozusagen. Aber dann hat sich halt schnell gezeigt, das ist gar nicht so einfach zu wissen, was das überhaupt heißt. Und dann habe ich halt wirklich zu suchen, zu studieren angefangen und erstmal halt auf alle möglichen anderen Sachen gestoßen. Also mit Bibel hatte ich erstmal weiter nichts am Hut. Ich war halt am Studieren, so ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Weltbild habe ich mich weitgehend wohlgefühlt. Habe dann so über Philosophie und auch durchaus Naturwissenschaften, ja, wie man so sagt, bei Goethes Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält, das wollte ich wissen. Und bin dann aber halt mehr und mehr auch auf so, gerade wenn man in den antiken Philosophen liest, dann stößt man halt schon auch auf diese mystischen Gehalte mit Gotteserfahrung, Gotteserkenntnis. Dann bin ich halt immer mehr so in Richtung Mystik gekommen. Und dann eigentlich kann man sagen, über Rudolf Steiner, also den Begründer von der Anthroposophie, die zwar erstmal so ein bisschen theosophisch, esoterisch, okkult ist, aber dann halt sehr viel Christliches, also im Sinne von Christus ist für ihn halt sehr wichtig gewesen. Und deswegen hat er natürlich auch die Bibelgeschichten über Jesus und alles, was damit zusammenhängt, immer sehr ausführlich gedeutet. Und das hat mir halt die Bibel ganz neu eröffnet, wie ich sie halt in der Kindheit nie kennengelernt habe.
Und so habe ich schon wieder angefangen, meine Bibel aus dem Bücherregal zu nehmen und einfach mal selber drin zu lesen. Und das hat dann natürlich noch lange gedauert, bis ich wirklich zu irgendwie diesem jüdisch-rassidischen gekommen bin. Aber das war so der Einstieg, dass ich die Bibel erstmal wieder überhaupt entdeckt habe. Und vor allem habe ich dann so das Johannesevangelium als, das hat so zu mir gesprochen, halt auch vermittelt durch die Deutung von Rudolf Steiner, dass es eigentlich ein innerer Prozess ist, der da beschrieben wird. Also, dass Jesus Christus etwas ist, was in jedem Menschen in der Seele nur darauf wartet, quasi, dass die Taufe empfangen wird und dass er dann anfangen kann zu wirken in dir, zu reinigen, in dir die Dämonen austreiben kann, eben das innere Seelenland quasi wie Galiläa durchquert, durchstreift und wo überall, wo er helfen kann, hilft er, wenn man ihn denn lässt, wenn man eben glaubt, dass er ihm helfen kann. Und so ist also wirklich erstmal das Neue Testament für mich so zum absoluten Inbegriff der Anleitung geworden, wie ich wirklich dieses Gute in mir zur Entfaltung bringen kann. Und ja, das ist eigentlich so erstmal mein Start ins Christliche, könnte man sagen, so, wo ich sage, das war so meine eigentliche Taufe. Natürlich als Kind, da bin ich auch mit Wasser übergossen worden, kann man auch als Taufe sehen, aber eigentlich bin ich jetzt der Überzeugung, eine Taufe kann man nur als souveräner, erwachsener Mensch, also sich dafür entscheiden. Und es hat dann aber noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich dann auch tatsächlich handfest äußerlich getan habe mit einem Freund, der es dann auch tun wollte. Sind wir an irgend so einen kleinen Bach gegangen, der an dem Tag zum, das war sogar am Pfingsten. Also da war ich dann schon so ein bisschen in dem, auch in den jüdischen, oder sagen wir mal, hebräische Wurzeln des Christentums waren mir dann schon so ein bisschen bewusst geworden. Und dann war es an einem Pfingsttag, da hat es so stark geregnet, dass ein kleiner Fluss, der eigentlich viel zu niedrig, also so ein Bach, der viel zu flach wäre, um sich da drin richtig unterzutauchen, dass er so viel Wasser hatte, dass wir das als Anlass genommen haben. Ja, eigentlich können wir doch heute uns gegenseitig quasi taufen. Und dann haben wir das halt gemacht. Und ja, das betrachte ich so als meine wahre Taufe, für die ich mich wirklich selbst entschieden habe. Und wie gesagt, ich bin halt so über einen anderen Bekannten zu diesem Hebrew Roots Christentum, wird es da meistens genannt in diesen Kreisen, also hebräische Wurzeln Christentum, gekommen. Aber das war noch relativ flach, muss ich sagen. Also da war noch nicht viel mit Hebräisch wirklich lernen und schon gar nicht irgendwie die hebräischen Schriften wirklich studieren, sondern es war eher so ein bisschen da, ja, wir sagen jetzt Shalom, wenn wir uns begrüßen und wir finden Israel voll cool. Und dann war ich auch mal in Israel wirklich gewesen mit so ein paar von so einem Schabbatkreis halt. Und irgendwie habe ich mich gerade dann auf dieser Israel-Reise wirklich auch so angekommen gefühlt. Und da war mir klar, doch, das ist mein weiterer Weg. Aber dann hat es wirklich noch gedauert. Ich weiß nicht, sagt dir Friedrich Weinreb was? Nein. Ah, Nein. wunderbar. Dann kann ich ein bisschen von Weinreb erzählen, weil das war eigentlich der Jude, der mich dann wirklich zu dieser Tiefe des mystischen Judentums geführt hat. Und also Friedrich Weinreb hat so in den 70er, 80er Jahren angefangen, Vorträge zu halten. Erstmal, ich weiß gar nicht, er hat es, glaube ich, schon auch erstmal bei Juden versucht, aber irgendwie haben die damit nicht viel anfangen können. Er hat halt versucht, diese alte Sprache ein bisschen in die neue Zeit zu übersetzen, dass man sie auch heute verstehen kann. Und dann hat er halt gemerkt, irgendwie die Christen oder zumindest die Nichtjuden, erstmal in Holland hat er gelebt, dann in Deutschland und der Schweiz, in Zürich. Dann hat er halt angefangen, einfach für alle Vorträge zu halten und dann sind halt immer mehr gekommen und irgendwann haben die ihn gebeten, die doch mal aufzuzeichnen mit ganz schlechter Tonqualität, mit halt mit Kassettenrekorder und so weiter. Und so sind halt die ersten Aufnahmen entstanden und dann wurde es immer professioneller. Der war auch Ökonomieprofessor, hatte also gute Kontakte so in die Wissenschaftswelt, konnte dann oft irgendwelche Uni-Gebäude benutzen für seine Vorträge, also hat dann schon relativ großes Publikum gehabt, wurde halt immer alles aufgezeichnet. Das heißt, es gibt heute ein riesiges Tonarchiv, auch frei im Internet verfügbar, einfach weinrebtonarchiv.de von Dieter Mionske, der die Arbeit komplett kostenlos macht. Kann man natürlich unterstützen. Dazu kann ich auch nur aufrufen, das ist wirklich sehr wert. Und dieser Friedrich Weinreb, der hat mir wirklich dann das wirkliche Hebräische eröffnet. Also nicht nur Hallo, Shalom und ein bisschen Israel gern haben, sondern wirklich in die Tiefe, auch den Talmud und sowas. Und wie ich auf Weinreb gestoßen bin, das ist halt auch mal wieder so ein typischer sogenannter Zufall, wie man so sagt. Da habe ich von einem der Menschen aus diesen Hebrew-Roots-Christenkreisen mal so ein USB-Stick mit mehreren irgendwelchen Texten, Videos, die er so zusammengesammelt hat von überall her. Ganz verschiedenes, manchmal eher so Verschwörungstheorien, Videos von YouTube, manchmal aber halt auch schon so ziemlich unbekannte Texte von einem gewissen Axel Nitschke zum Beispiel, seligen Andenkens, der ist leider auch schon in die wahre Welt eingegangen. Oder was heißt leider für ihn zum Segen. Und dieser Text,
Da erzählt halt ganz viel von der Doppeldeutigkeit oder Mehrdeutigkeit des Hebräischen, weil ja die Vokale nicht in der eigentlichen Heiligen Schrift stehen. Und das hat mich halt auch so ergriffen, dass ich gedacht habe, okay, in der Bibel steckt ja viel mehr noch drin, als was ich aus den Übersetzungen immer kenne. Und da wird halt dann irgendwann in diesem ganzen Buch mal an einer Stelle erwähnt, ja, ich bin Friedrich Weinreb sehr dankbar, weil der ja überhaupt erst dem nichtjüdischen Publikum eröffnet hat, diese Art, die Bibel zu lesen. Da habe ich das erstmal diesen Namen gelesen, aber gut, kannte ihn nicht, habe nicht weiter nachgeforscht. Ein paar Wochen später, in ganz anderem Zusammenhang, war ich bei YouTube irgendwie in so einem Bereich, mich am Informieren zum Thema Mensch und Person, also eher so was gar nicht so Spirituelles eigentlich. Aber dann hat so ein Kanal plötzlich ein Video gemacht, wo es um Symbolik ging, wo es also schon so ein bisschen ins Mystische auch tendiert hat. Und da hat er dann halt so einen Wikipedia-Artikel eingeblendet zur Zahlensymbolik in der Bibel. Und da wird halt mehrfach auf Friedrich Weinrib Bezug genommen. Also da habe ich den Namen Friedrich Weinrib nochmal gelesen. Auch er hat ihn nicht erwähnt richtig, sondern nur so stand halt auf dem Bildschirm so klein irgendwie laut Friedrich Weinrib war das und das so oder ist das und das so zu verstehen und zu deuten. Das heißt also, da kam quasi der zweite Zeuge auf mich zu, der von Friedrich Weinrib gezeugt hat. Und wie es in der Bibel heißt, auf das Wort von zwei Zeugen hin kann man sich ein Urteil bilden. Und dann Genau. habe ich halt mal Google angeschmissen und Friedrich Weinrib gegoogelt und bin halt auf ihn gestoßen. Und das hat dann auch noch ein bisschen gedauert, bis ich damit warm geworden bin. Erstmal habe ich halt bei YouTube seine Vorträge gefunden, aber die in der schlechten, Tonqualität. Und der ist halt dann auch schon relativ alt gewesen bei manchen Vorträgen und hat so ein bisschen Probleme mit dem Sprechen gehabt, sodass er auch nicht so gut zu verstehen war. Und da habe ich erstmal nicht so einen richtigen Zugang gefunden. Dann aber gab es damals zumindest im Internet eine PDF-Datei von einem seiner Bücher, nämlich Traumleben in den, oder Traumleben, irgendwie die kabbalistische Deutung der Träume oder irgendwie sowas. Und das habe ich dann halt angefangen zu lesen und das war es dann, was mich wirklich erreicht und ergriffen hat. Also, dann habe ich halt angefangen, auch die Vorträge, denen nochmal eine Chance zu geben. Und inzwischen habe ich so viele Vorträge von ihm gehört und Bücher gelesen. Und das hat wirklich mich zu einem chassidischen Christen irgendwie werden lassen mit der Zeit. Also, wenn es keine Anmaßung ist, sich so zu bezeichnen, aber ich, die Freude des Chassidismus, die ist mir sehr wichtig. Und das wäre so die Kurzfassung von meiner Geschichte zum Chassidismus. Ja, Kurzfassung, aber eine sehr interessante Fassung. Also, Chassidismus, da spielt ja ganz, ganz fest die Kabbala hinein. Und ich denke, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber es könnte eigentlich der Aufbau sein des Chassidismus. Wo tauchst du in die Kabbala hinein? Was bewegt dich. Ja, in der Kabbala, man muss ja, da muss man ja 120% hineingehen. Da geht es nicht einfach nur bla bla bla, da kannst du es vergessen, sondern da musst du, ich würde mal so sagen, fast mit vollem Herzen und mit offenem Auge und the brain must hear. Ja, also ich würde vor allem sagen, auch mit tätiger Hand. Das ist so das, was ich dann bei Kabbala im Sinne wie Friedrich Weinreb es mir eröffnet hat, verstanden habe. Nicht nur theoretisches Studium, sondern auch umsetzen. Auch vielleicht manchmal die scheinbar sinnlosen Bräuche und sowas, weil da halt was drinsteckt, was wir hier gar nicht mit dem Verstand erfassen können. Was aber durch das Üben dieser Rituale oder Bräuche und Gebete und so weiter nach und nach sich einem eröffnet einfach. Und Kabbala als Begriff war mir auch vorher in meinen ganzen esoterisch-okkulten Studien natürlich schon untergekommen. Dieser kabbalistische Lebensbaum und so, da habe ich dann auch schon ein bisschen mal mich mit befasst. Aber das war halt immer nur so eins unter vielen Systemen, mit denen ich mich ein bisschen beschäftigt habe. Was ich dann bei Friedrich Weinrib gelernt habe, ist halt, dass Kabbala viel mehr ist. Eigentlich ist alle Überlieferung Kabbala. Also Kabbala heißt ja auch einfach nur empfangen und weitergeben und mit der Zeit bin ich immer mehr dazu gekommen, dass Kabbala eigentlich das ganze Leben umfasst, dass also die Art und Weise, wie das Leben zu mir spricht, das eigentlich ist, was ich empfange. Und natürlich ist dann die schriftliche Literatur des Judentums und insbesondere halt die mystische Literatur so eine Art Leitfaden, also eine Anleitung, wie ich diese Sprache des Lebens und der Schöpfung, der ganzen Natur immer mehr zu verstehen schaffe und auf mich zu beziehen schaffe, dass ich eben meine Botschaft, die ganz individuelle Botschaft, was mein Lebensweg sein soll, was für mich bestimmt ist,
mehr und mehr erkenne und eben auch dem folgen kann. Und deswegen meine ich auch mit diesem tatkräftig, also nicht einfach nur studieren, nicht nur die ganzen Schriften kennen und die Zusammenhänge und die Zahlensymbole. Das ist alles wunderschön, das mache ich auch sehr gerne und rede auch gerne davon. Aber das ist eigentlich nur die Vorbereitung, so die Schulung könnte man sagen. Aber dann das Leben ist das Wahre, also das tatsächliche Alltagsleben. Da zeigt sich dann wirklich die Kabbala als wirkmächtige Kraft einfach. Und ja, so hat es angefangen, dass ich dann auch diese jüdischen Bräuche mehr und mehr, anfangs noch sehr skeptisch, so, ja, also wenn ich nicht verstehe, was das jetzt genau symbolisieren soll, dann will ich das nicht machen und ich will erstmal wissen, immer der Baum des Wissens, so, hat immer verlockt und ich wollte es verstehen. Und Weinreb ist halt da auch einem entgegengekommen, also der erklärt halt auch viel, aber halt auf seine Art, nicht so schematisch, wie das irgendwie in der, keine Ahnung, Theologie-Vorlesung an der Uni wäre oder so, sondern er erzählt halt einfach und hat nie Skripte gehabt. Er hat einfach frei angefangen zu reden. Er hat gefragt, welches Thema soll ich denn heute machen? Hat er gesagt, ja, gut, Astrologie, ja, ist jetzt nicht so typisch in der jüdischen Welt, aber ja, die sprechen auch manchmal von den Sternen. Erzähle ich mal, was ich so weiß. Und dann kommt halt einfach so ein Wortfluss dabei raus, eins leitet zum anderen über und man merkt richtig, er lebt einfach wirklich in diesen Ideen und der muss gar nicht irgendwie nachdenken, sondern es fließt ihm einfach zu. Und ich meine, ich habe jetzt nicht mir eingebildet, dass ich auch mal so krass sein kann in dieser Hinsicht. Aber mit der Zeit habe ich doch gemerkt, wie schnell das einem kommt einfach. Also als ich dann mit YouTube oder so angefangen habe, am Anfang habe ich das ja nur für mich selber so als, um das alles nochmal zu verdauen oder wiederzukäuen, könnte man sagen. Nochmal so, was ich gelernt habe, hochzuwürgen, auch wenn es jetzt nicht schön klingt, und nochmal durchzukauen, um es halt noch richtig verdauen zu können und dass es auch wirklich aufbauend wirken kann in mir. Und so habe ich halt diese Videos angefangen, einfach irgendwelche Monologe geführt und das, was Weinreb so von sich gegeben hat, halt nochmal selber mir in Worte gefasst. Und dabei habe ich halt gemerkt, am Anfang habe ich ganz oft so Pausen gelassen, weil ich gar nicht wusste, wie ich weiterreden soll. Beim Zusammenschneiden der Videos hatte ich dann ganz viel Arbeit, weil immer überlegt, ah, jetzt hier 2 Minuten fast Stille, das muss ich wegmachen. Und aber nach schon 4, 5 Wochen oder so waren diese Aufnahmen viel flüssiger und nach einem halben Jahr oder so habe ich fast gar nichts mehr schneiden müssen, weil sich das einfach eins aus dem anderen ergeben hat. Und auch wenn diese Videos heute auf meinem Kanal die am wenigsten geklickten sind, weil die so schlechte Bild- und Tonqualität haben und weil die halt sehr speziell sind vom Thema, sind das mit Abstand meine mir wichtigsten Videos, also wo ich das meiste Herzblut irgendwie reingegeben habe, weil ich da selber noch am meisten mitgewachsen bin mit diesen Monologen. Und naja, und jetzt versuche ich halt schon so ein bisschen den Menschen der YouTube-Öffentlichkeit entgegenzukommen und ein bisschen niedrigschwelliger quasi diese Themen anzugehen, dass die Menschen auch verstehen können. Genau, das Verstehen. Jetzt kommen wir auf ganz einen, ja, ziemlich wichtigen Punkt. Nein, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Verstehen. Wie gehst du vor, dass im YouTube, dass die Leute das verstehen? Also man muss ja das sehr, sehr einfach übersetzen. Also ja, das geht ja nicht, dass die Leute überhaupt hineinkommen, da, wie handelst du es? Also ich habe die Erfahrung gemacht, in der Anfangszeit, wo mir diese Themen ganz neu waren, da wollte ich allen davon erzählen und sie quasi überzeugen. Glaub mir, das ist der beste Weg und alles andere führt doch nur in die Irre oder hilft nicht so viel wie dieser Weg und habe gedacht, ich könnte mit Argumenten die Menschen quasi überzeugen. Aber das ist halt grandios gescheitert, so, weil die Menschen wollen nicht was aufgezwungen bekommen und das ist auch ihr gutes Recht, so. Viel bessere Werbung quasi für diese Sache ist einfach die Art, wie du bist, wie ich bin, was ich ausstrahle. Und deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört, die Leute zu behelligen mit meinen Meinungen und Sichtweisen und habe einfach versucht, so in der Familie oder so, mich auf die Gemeinsamkeit zu beschränken. Einfach wieder so, ja komm, diskutieren wir nicht, streiten wir uns jetzt nicht über unsere Sichtweisen, sondern ich weiß auch, du hast mich lieb, ich hab dich lieb, lass uns einfach zusammen essen und freuen, dass wir hier zusammen sind und so halt auch mit meinen Freunden umgegangen, nicht mehr versucht, die zu überzeugen, sondern wieder ein bisschen mehr auf sie zugegangen. Vielleicht auch dadurch mich manchmal wieder in Gefahr begeben, den alten Mustern zu verfallen, wenn es jetzt irgendwie Freunde aus der früheren Zeit waren oder so. Bin da sicher auch wieder immer mal wieder gestolpert und gestrauchelt, aber der Ewige richtet uns immer wieder auf. Und gerade bei YouTube habe ich dann halt gemerkt, wenn ich einfach auch mal mit ganz anderen Themen anfangen oder halt zum Beispiel mit anderen YouTubern, die überhaupt nichts mit Judentum zu tun haben, ein Thema behandle, was irgendwie auch spirituell irgendwie ist,
aber erstmal halt nichts mit der Bibel zu tun hat, dann muss ich auch nicht die ganze Bibelzitate einführen, aber hier und da fällt mir halt eine wunderschöne Geschichte ein, eine Erzählung aus der Überlieferung oder so, und die kann ich ja dann erzählen. Da muss ich ja dann nicht immer jeden Rabbinamen genau sagen. Das ist ja eh nicht wichtig für die meisten Zuschauer. Ich weiß es ja dann und ich sage dann schon noch, dass es aus der jüdischen Überlieferung kommt, aber ich überlaste die Leute nicht mit so vielen Detailinformationen, die für sie jetzt viel zu viel wären, sondern versuche mich halt auch so das allgemein Menschliche in den Geschichten zu beschränken und habe dann auch gemerkt, dass auch in anderen Traditionen eigentlich dieselbe Art der Vermittlung von Wissen vorhanden ist. Also in Märchen oder sowas ist auch ganz viel von dieser Art von Lehre drin. Die muss man halt auch nur zu lesen, also wirklich zu deuten und zu verstehen lernen. Diese Symbolsprache einfach, die in der ganzen Natur steckt und im ganzen Menschenleben und den zwischenmenschlichen Verrichtungen und so. Also alles ist Sprache, alles ist Botschaft, alles spricht zu uns. Und deswegen kann man dann auch schon, wenn man diese Prinzipien der Kabbala und des Judentums verinnerlicht hat, auch relativ gut, ohne immer die Fachbegriffe zu benutzen, Menschen mit diesen Ideen ein bisschen, ja, dafür zu begeistern einfach. Und der ein oder andere fragt dann mal nach, ah, du redest immer so freudvoll und strahlst so ein Glücklichsein aus, woher kommt es? Und dann, darauf warte ich ja nur die ganze Zeit. Und dann sage ich, ja, die Heilige Schrift, die Bibel, die Überlieferung dazu, der Baum des Lebens einfach. Nichts anderes. Ich kann nur darauf zeigen. So ungefähr. So ungefähr. Hast du Echos? Also schreibt man dir, also bei mir ist ja jetzt das schon so. Ich gebe nun ein Echo und ich will von dir wissen, ja, wie gehen die Zuhörer da oder die Zuschauer damit um? Freundlich? Nein, da will ich nichts wissen. Oder das ist vollkommener Kohl. Ja, wie Naja, das passiert. natürlich gibt es bei YouTube schon hier und da auch mal Kommentare, das ist vollkommener Blödsinn oder du hast doch eine Psychose oder du bist doch irgendwie, du hast doch einen an der Klatsche oder so. Aber ja, die schalte ich dann auch gerne frei und gib ihnen ein Herzchen und so, ja. Kannst du gerne so sehen, lieber Kommentator. Aber die allermeisten Kommentare, aber so viele sind es bei mir halt auch nicht. Die sind sehr wohlwollend und eher so auch überrascht, so weil die das auch alles noch nicht gehört haben. Und das freut mich halt umso mehr, dass sie dieselbe freudige Überraschung mit diesen Inhalten erleben, wie ich sie auch erlebt habe und immer weiter noch am Erleben bin. Und Echo, würde ich fast sagen, ist mir gar nicht so entscheidend, die bei YouTube, die Reaktionen, die kommen, sondern halt in meinem Leben wirklich. Also ich habe halt gemerkt, seit ich, sagen wir mal, dieses Wagnis der Öffentlichkeit, angegangen bin, dass dann auch auf mich im Leben, also nicht nur jetzt über YouTube, sondern auch so durch Zufälle im Leben einfach Menschen zugekommen sind, mit denen ich plötzlich wirklich tiefen geistigen Austausch haben konnte. Eben nicht immer jetzt mit den Begriffen aus dem Jüdischen, manchmal dann auch wieder von der Anthroposophie oder ja, einfach vom Christentum oder auch von ganz anderen Strömungen, so eher aus der Esoterik. Aber irgendwie kamen einfach immer mehr Menschen in mein Leben und während ich in den ersten Jahren so meiner bewussten Suche wirklich ein bisschen darunter gelitten habe, dass halt keiner das verstehen wollte in meinem Umfeld, was ich da so von mir gebe. Und dann zum Glück, also wirklich Gott sei der Dank, hatte ich einen guten Freund, den ich heute auch immer mal wieder erwähne, so am Rande bei YouTube, als meinen chassidischen Brudi, weil das wirklich so der Einzige ist, der auch diesen Weg, wie ich, relativ identisch geht. Also auch mit, zu dem gehe ich auch später noch heute, so Gott will, ein bisschen das Yom Kippur rekapitulieren und uns schon mal so auf Sukkot einstimmen und sowas. Und den hatte ich zum Glück schon relativ am Anfang, aber das war wirklich der Einzige für Jahre. Und erst dann, als ich in diesen christlichen Kreisen ein bisschen unterwegs war, kamen natürlich mal hier und da welche, aber die waren mir oft dann auch zu dogmatisch und zu irgendwie zu verfestigt in ihrer Meinung. Und da fehlte mir diese Freiheit und Freude einfach. Deswegen war das auch nicht so das Wahre für mich. Aber dann, seit ich mit YouTube und allgemein so ein bisschen mehr auf Menschen zugehen angefangen habe, kamen halt wirklich die Zufälle in mein Leben und heute habe ich so viele Menschen, die ich regelmäßig treffe oder mit ihnen irgendwie telefoniere, sind ja auch dank heutiger Technik nicht immer hier in meinem Umfeld, sondern ich kann mit Menschen, die irgendwie 100 oder 300 Kilometer entfernt wohnen oder mit dir jetzt zum Beispiel, die einfach über diese Technik den kanaanitischen Knecht, der uns dienstbar ist, kommunizieren über Zeit und Raum hinweg quasi oder zumindest über Raum hinweg. Und so hat sich halt wirklich entwickelt, so ein Netzwerk von guten Freunden, die ich teilweise noch nicht mal persönlich getroffen habe, aber schon so empfinde, als ob sie wirklich meine Brüder, meine Geschwister sind oder Schwestern in manchen Fällen. Und ja, das ist für mich das Echo, was mir wirklich am bedeutungsvollsten ist. Also, dass einfach wirklich Menschen in mein Leben getreten sind und ich heute, wo ich auch hinschaue in meinem Umfeld,
Austauschpartner, also Partner für erbaulichen Austausch habe zu solchen Themen. Das ist das schönste Echo. Super. Ich habe jetzt gerade deine Seite aufgemacht und also da hat es ja schon ein paar Zuhörer und Zuschauer. Also ich habe jetzt da gerade das Jos, ja, der Josua, Josua mit der Zauberfiedel. Da sind es 376.299 Aufrufe. Das ist ja eine rechte Masse. Und Aber wen meinst du jetzt gerade? Ich verstehe gerade nicht. Welche Seite bist du gerade? aha, Janosch, das ist jemand anders. Also so Also viele Klicks habe ich noch nie gehabt. Ich habe ja, so 1000 Abonnenten. Janosch Moser, vor 10 Monaten Mystik des Judentums, Quelle der Weisheit im Gespräch mit Pünkti, Pünkti. Das So sind ein. ja 31.132 Leute haben da angeklickt. Also doch, ja, Ja, das ist ja ein Video mit einem anderen YouTuber, der halt relativ große Reichweite hatte gewesen. Das war eigentlich auch so der Start, also dem bin ich sehr dankbar. Ich darf ihn vielleicht auch erwähnen, oder? Willst du keine selbstverständlich. Fre Charles Fleischhauer, also ein guter Ja. Freund von mir, mit dem ich auch schon privat im nicht öffentlichen Bereich viel zusammengearbeitet habe. Und mit dem habe ich halt damals dieses Video gemacht. Man sieht auch, wenn man sich das anguckt, wie schlechte Ton und Bildqualität ich damals noch hatte. Aber trotzdem hat er es halt mit mir gemacht, weil ihm die Inhalte halt auch wertvoll genug erschienen sind. Da bin ich ihm sehr dankbar. Und das hat mir natürlich einen totalen Boost bei YouTube gegeben. Habe ich ganz viele hunderte Abonnenten dazu bekommen. Und auch weiterhin unterstützt er mich sehr bei seinem Telegram-Kanal. Schreibt er öfter mal, also verlinkt er Videos von mir und so. Also dem bin ich sehr dankbar. Der nimmt eh eine gute Rolle in der YouTube-Welt ein, weil er so durch seine Reichweite einerseits diese Mainstream-Welt ein bisschen bedient, aber halt immer wieder Leute wie mich oder halt auch andere eher unbekannte Kanäle, die wirklich tiefgründige Inhalte haben, also promoted quasi. Ja. Ja, das ist noch sehr interessant. Ich denke, der Charles Fleischhauer, der hat ja, geht ein wenig in deine Richtung. Auch mit Mystik und ja, mit Mystik und vor allem auch, sagen wir eben, es kommt mir nicht gerade Ja, mit. also christliche Mystik steht bei Ja. ihm selber vor allem auch schon im Vordergrund. Die Videos, die er alleine macht, die gehen dann oft zu solchen Themen, alte christliche Mystik in den ersten paar Jahrhunderten nach Christus und so. Und da wünsche ich mir auch, dass er mal wieder welche macht. Er hat lange nichts mehr alleine, also zumindest nicht solche tiefen Themen weiter tiefer behandelt. Hat jetzt oft mit Gästen gemacht, was ja auch schön ist, weil es eben die Plattform bietet für neue Gesichter bei YouTube. Aber ja, ist auf jeden Fall auch ein echter Mystiker, das kann man schon sagen. Genau. Weißt du, das große Problem nun ist das, wenn ich das überhaupt jetzt einstreuen darf, hier in der Schweiz gibt es praktisch fast nichts so. Ja. Und mein Wunsch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wäre eigentlich auch, dass Mann oder dass Frau oder dass es überhaupt etwas solches auch gibt hier in der Schweiz, dass man sich über das auseinandersetzt und da etwas einfließen könnte, eben mystisch und auch okkult. Da haben wahrscheinlich wir Schweizer ein wenig Angst davor und die Finger zu verbrennen. Naja, aber um nochmal auf Friedrich Weinreb zurückzukommen, also wie gesagt, er hat in Zürich die letzten Jahrzehnte seines Lebens gewirkt, deswegen nenne ich ihn auch gerne spaßeshalber den letzten großen Zürcher Magid, also Erzähler und Prediger. Und der hat auch quasi sich dann überreden lassen. Der war immer dagegen, irgendeine Organisation zu gründen, weil er gesagt hat, wenn man eine Organisation gründet, da kommt immer der Satan rein. Das ist immer dann quasi, der hat dann sein Recht, da einzugreifen und sein Unwesen zu treiben. Deswegen wollte er nicht so was richtig Festes machen. Aber gegen Ende seines Lebens war er dann doch bereit, zumindest eine Stiftung
mit zu gründen, wo dann seine Nachfahren, seine Kinder und Enkelkinder und so das weiter verwalten, damit eben sein Lebenswerk, also seine Tonaufnahmen und sowas erhalten bleiben und der Welt zur Veröffentlichung, zu öffnen, also zum Genießen bereitgestellt werden. Und dieses Tonarchiv, was ich eben schon erwähnt habe, ist jetzt nicht mehr bei der Stiftung. Das hat der Dieter Münzke denen quasi, glaube ich, irgendwann abgekauft, so ungefähr, und hat, um es dann frei zugänglich zu machen. Die Stiftung selber verlegt aber weiter Bücher von Friedrich Weinreb, veranstaltet manchmal auch Tagungen, aber die sind, glaube ich, nicht in der Schweiz. Ich weiß, einmal im Jahr gibt es in Reichenau oder auf der Insel Reichenau. Sagt dir das was? Ist das Ja, irgendwo in der Schweiz oder? ist am Bodensee, auf dem Bodensee, ja, gehört Also an der Deutschland. Grenze quasi, okay. Also da ist, glaube ich, jedes Jahr, das dürfte auch jetzt demnächst wieder sein, so eine Tagung zu Friedrich Weinreb. Da geht es nur um chassidische Themen und da ist eben auch das Christliche immer dabei. Also das sei auch betont, Friedrich Weinreb, obwohl er Jude war und sich auch immer weiter als Jude verstanden hat, hat halt irgendwann begonnen, auch im Neuen Testament alles wiederzufinden, was er schon aus seiner Überlieferung des Judentums kannte und Ja. entsprechend auch viel zum Neuen Testament, zum Christentum gemacht. Also eigentlich war er auch ein chassidischer Christ aus meiner Sicht. Also er hat da auch eine Verbindung geschaffen. Ich habe den Friedrich gerade auf meinem Schirm und er ist 1910 geboren und 1988 in Zürich gestorben. Aber das, was eigentlich jetzt, wenn wir schnell auf Friedrich Weinreb eingehen, ist vielleicht eher ein wenig doch sehr interessant und spannend. Ich werde mich jetzt dann auch mit ihm beschäftigen, ganz sicher. Aber das sind wahrscheinlich schon die eine spezielle Zuhörerschaft, eine spezielle ja, Anhängerschaft. Da eben. Weil ich da eigentlich ein zugewanderter Schweizer bin, doch ein echter. Aber es ist eigentlich, darum sage ich, in der Schweiz selber hört man von ihm wenig bis gar nichts. Und ja, das wäre eigentlich noch sehr interessant, wenn man ihn auch ein wenig bekannt machen würde. Ich glaube einfach, dass er schon in der Schweiz einen großen Abdruck, so im, wie man es manchmal sagt, morphogenetischen Feld hinterlassen hat. Aber vielleicht ist er einfach zu groß, dass die Schweiz den Wald vor lauter Bäumen noch nicht sieht. Aber ich bin sicher, dass die Schweiz nochmal ein großes Zentrum von dieser Art der Herangehensweise an die jüdischen Schriften werden könnte, zumindest. Aber du hast wahrscheinlich recht, dass er eher dann so im Deutschlandbereich bekannt geworden ist. Und natürlich ist es dann auch immer wieder so eine zwiespältige Sache, wenn solche Anhängerschaften sich bilden, die dann nur ihn quasi studieren. Also leider, wenn ich dann auf solchen Treffen bin mit solchen Menschen, stelle ich doch fest, dass sie dann halt nicht selber studieren, nicht selber mal den Talmud oder irgendwie mystische Schriften oder irgendwie die heutigen oder späteren Chabad-Schriften oder so studieren, sondern halt wirklich nur bei Weinreb bleiben, auch so ihre Lieblingsbegriffe haben, die sie dann immer wieder wiederholen und halt ihre Freude daran haben. Ist ja auch schön, aber da fehlt mir dann manchmal so das Weitergehen und Weiterschreien, weil es ist unendlich. Dieses Feld ist unendlich weit und man kann immer wieder Neues entdecken. Und ja, da ist noch viel Arbeit zu tun und der Arbeiter sind wenige, wie es im Neuen Testament heißt. Es gibt Genau, viel zu tun. das ist es ja. Und im Prinzip, eben es bleibt eigentlich im Kreise der Weinreb, der Der Weinrebianer sozusagen, wie es. Weinrebianer, genau. Und eben darum sage ich, leider ist in der Schweiz nicht diese Bewegung, kennt man wahrscheinlich nicht so, außer wahrscheinlich unter den Chassiden. Weiß nicht genau. Man müsste sich da mal schlau machen. Ja, es sei vielleicht auch angemerkt, dass das Verhältnis zum Judentum von Friedrich Weinreb mit der Zeit auch ein bisschen gelitten hat, weil er eben auch angefeindet wurde aus dem Judentum heraus mit so Vorwürfen wie, du entweihst die Tora, indem du die Geheimnisse den Völkern offenbarst. Und dann hat Weinreb halt nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, die Tora, das Geheimnis schützt sich selbst. Die ist nicht angewiesen auf euch, die jetzt irgendwie die Tora beschützen wollen, sondern ich erzähle alles frei, aber es hört sowieso nur der, der die Ohren dafür hat. Und da kann man nicht irgendwas verraten in dem Sinne. Also insofern hat er sich auch immer mehr von den jüdischen Synagogen und so zurückgezogen. Also
die letzten Jahre, vielleicht sogar die letzten 10, 20 Jahre seines Lebens, hat er dann seine Gebete nur noch alleine zu Hause gesprochen oder wenn er halt mit jüdischen Freunden zusammen war, aber nicht mehr, ist nicht mehr in die Synagoge der Stadt oder sowas gegangen, weil er da einfach wie so eine Blockadehaltung gespürt hat. Nicht jetzt nur ihm konkret gegenüber, sondern einfach dieses Abgeschlossensein, zu sehr unter sich bleiben. Das ist wie so eine Art, so ein bisschen dieses Prinzip, was Jesus im Neuen Testament mit den Talenten, was man vergräbt, erzählt. Also halt seine Talente vergraben und nicht mit ihnen wuchern. Und das hat er so ein bisschen, glaube ich, dem Judentum vorgeworfen. Also zumindest so mein Eindruck. Ich habe jetzt nicht alle seine Biografien oder Autobiografien gelesen, aber so in die Richtung geht mein Gefühl. Also es ist schon so, also mein lieber Freund, der jetzt in Jerusalem ist, du kennst ihn ja auch, Normal. Shlomo Raskin, er spricht, er hat noch nie von Weinreb gesprochen oder vielleicht nur am Rande. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass er ist ja ein tiefer Chassid und das zeigt ja schon ein wenig. Die Verbindung, also man müsste. Dazu kann ich eine kurze Geschichte erzählen. Ach, erzähle. Ich weiß, kann sie natürlich nicht verifizieren, aber so ist es mit chassidischen Geschichten auch. Und das ist allerdings jetzt keine so schöne Geschichte. Da hat nämlich mal einer von diesen Weinrebianern, mit dem ich in Kontakt bin, diesen Shlomo Raskin im Zug zufällig getroffen. Also zumindest ist er sich ganz sicher, dass er das war. Der kennt ja seine Videos und der ist sich sicher, das war der. Hat auch dann sich zu ihm gesetzt, gefragt, darf ich mich zu ihm setzen, so. Und der war erstmal total aufgeschlossen, haben auch so ein bisschen hin und her geredet. Aber als er dann das erste Mal, also mein besagter Kollege, Friedrich Weinrebs Namen erwähnt hat, hätte sich so ein bisschen die ganze Stimmung gewandelt und dann hätte er den Eindruck gehabt, dass er da schon sehr starke Vorbehalte hätte, der Shlomo. Aber da bin ich mir halt nicht ganz sicher, so. Vielleicht war das auch falsch gedeutet und ich bin mir einfach nicht sicher. Bei Shlomo Raskin habe ich sehr hohes, also ich schätze ihn sehr hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Werk von Friedrich Weinreb nicht auch wertschätzt, wenn er es denn kennt. Vielleicht kannte er es auch einfach nicht und hat deswegen irgendwie nur komisch darauf reagiert. Aber zumindest weiß ich, dass bei Chabad Weinreb nicht unbekannt ist, weil, also für die Zuschauer, Shlomo Raskin ist halt bei Chabad Lubavitch, deswegen sage ich das jetzt. Und bei Chabad gibt es diesen Online-Shop für den deutschsprachigen Raum, Books and Bagels heißt der. Und da gibt es durchaus Weinreb-Bücher. Nicht die zum Neuen Testament, das kann man dann schon verstehen, aber halt zum Buch Jona, zum Buch Esther und so gibt es da sehr viel von Weinreb. Also der ist schon, der wird wahrgenommen, aber ist natürlich jetzt nicht der einzige, sondern eher so eine Nische. Manche befassen sich schon mal mit ihm, ja. Eben eine Nische. Jetzt du befasst. Befasst dich eigentlich auch mit Okkultem. Was ist deine Beziehung? Was treibt dich dazu? Naja, ich hatte ja eben am Anfang umrissen, wie mein Weg einfach verlaufen ist. Es ist also einfach Teil meines Entwicklungsweges gewesen, über solche Themen überhaupt erstmal wieder auf sowas wie Bibel und dann später Chassidismus gestoßen zu sein. Und vor allem war es dann irgendwann, so vor, ich weiß nicht, inzwischen vielleicht 4, 5 Jahren, diese sogenannte Thelema-Tradition, die sehr, sehr berüchtigt ist, muss man dazu sagen. Also Aleister Crowley gilt so als der Begründer und der ist ja schon eine sehr umstrittene Persönlichkeit, auch aus meiner Sicht. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt der sympathischste Zeitgenosse war. Ändert für mich aber nichts daran, dass ich in seinen Schriften sehr viel Wertvolles gefunden habe. Und gerade die Menschen, die ich halt kennengelernt habe, die Thelema oder die sich als Thelemiten verstehen, die haben mich halt überzeugt, dass da doch mehr dran ist als irgendwie Aleister Crowley, der böse Antichrist oder sowas. Aleister Crowley hat sich halt gegen die Kirche, gegen die Kirchendogmen gewandt und hat dann sehr provokant oft auch Formulierungen gewählt, die ich so auch nicht wählen würde, weil die halt aus meiner Sicht ein bisschen despektierlich sind. Aber trotzdem hat er halt was geschaffen, was Wirkung, was Kraft in der Welt, in der heutigen Gesellschaft entfaltet. Sicher hier und da auch zum Schlechten, aber ich habe immer den Blick fürs Gute oder suche zumindest immer das Gute auch in allem Fragwürdigen. Und gerade eben durch die Menschen, also Aaron, guter Freund von mir, Ivan, guter Freund von mir, die auch beide YouTube-Kanäle haben. Mit Aaron mache ich auch einen Podcast zu diesem Thema, Thelema. Die haben mir einfach gezeigt, so was dieses Thelema und auch Crowleys Schriften in einem Menschen an Guten bewirken können. Und deswegen habe ich dann das quasi angenommen, so im Sinne von als, ja, das muss ich anerkennen, so. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, da kommt nur Schlechtes aus solchem okkulten Zeug raus und habe mich dann auch selber intensiver mit diesem ganzen Thelema befasst.
Und gerade dort habe ich halt auch so viele Parallelen gefunden zu dem, wie ich eben von Weinreb das chassidisch-kabbalistische kennengelernt habe. Auch wenn Crowley sicher von seinem Kabbala, also was er unter Kabbala versteht, da muss ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen das Gesicht verziehen, weil er halt schon so aus dieser westlich-okkulten Tradition, das ist alles sehr verzerrt und hat nicht mehr viel mit dem jüdischen Verständnis zu tun. Aber trotzdem, hier und da schimmert halt noch was durch. Das ist so ähnlich wie Luther von der hebräischen Sprache geredet hat und von Griechisch und dann Latein. Ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst, ich krieg's nicht genau zusammen. Sowas wie das Hebräische, das ist noch die Urquelle, da kommt es wirklich noch her, da ist das Leben drin. Das Griechische, das hat auch noch seine Schönheit. Das ist aber schon so dann der spätere Bachverlauf, aber nicht mehr das reine Wasser der Quelle. Ja, und das Latein, womit dann so die ersten Übersetzungen der Bibel unter die Leute gebracht wurden, Vulgata und so, sagt man ja schon heute vulgär. Das hat dann schon eher so was Abfälliges und Luther hat es auch sehr abfällig ausgedrückt. Das Latein, das ist dann schon so nur noch die Gosse, quasi der Abfluss, wo dann so die Reste des Flusses schon total schlammig sind und nicht mehr schön und nicht mehr genießbar jedenfalls. Und so ähnlich könnte man vielleicht auch sagen, Crowley hat von der Kabbala halt wirklich nur noch so das, was bei Luthers Zitat des Latein wäre, wirklich nur noch so die Reste. Das kommt noch aus der Quelle irgendwann, aber es hat sich so viel mit Dreck vermischt, mit Falschem vermischt, dass halt dieser Aspekt von Thelema jetzt nicht unbedingt die Stärke ist. Also, aber das Schöne ist eben, dass ich mit dem Aaron zusammen diesen Podcast mache und ich eben alles immer dann aus der jüdisch-chassidischen Perspektive auch ein bisschen anschaue. Und wieder eben überraschend erstaunliche Übereinstimmungen oft dann feststellen. Also ich drücke es zwar ganz anders aus als er, aber wir beide kommen irgendwie auf einen Nenner und verstehen einander halt. Und darum geht es so, dass man sich versteht. Und für mich ist einfach dieses sich auch in diesem okkulten Bereich ein bisschen umsehen, auch sich damit zu beschäftigen, mit den Menschen in Austausch zu treten. Da lerne ich halt weitere Sprachen, könnte man sagen. Und in jeder Sprache kann man über das Geheimnis sprechen, wenn man denn so ein bisschen was von diesem Geheimnis schon mal erahnen durfte oder erspüren und erleben durfte. Und deswegen ist halt auch der Okkultismus eine dieser Sprachen. Nicht die einzige, die ich wähle, aber mit manchen Menschen ist es eine zielführende Ebene des Gesprächs. Thelema, Stichwort, erzähle, was ist Thelema? Naja, Thelema heißt einfach Wille, aber im Sinne von der wahre innere Wille. In der Bibel kommt das Wort, also in der griechischen, im Neuen Testament, kommt das Wort als Wille Gottes oder manchmal auch als Wille des Teufels vor, aber jedenfalls nicht so einfach als Wille eines Menschen. Wenn also jetzt in dem modernen Verständnis von Thelema, von Aleister Crowley, dieses eher berüchtigte als berühmte, tu, was du willst, sei das Ganze des Gesetzes gesagt wird, dann ist damit eben nicht einfach gemeint, tu, was du gerade, wo du gerade Lust drauf hast, wo dein Fleisch sich nachsehnt oder sowas, sondern damit ist gemeint, tu, was der Wille Gottes in dir wirklich dir vorgibt. Also es geht eigentlich darum, einen harten, schmerzhaften Prozess der Läuterung anzutreten, um eben seinen falschen Willen, diese ganzen Prägungen und durch die Welt, in der man halt traumatisiert wurde und aufgewachsen ist, dass man die ablegt, dass man gereinigt, geläutert wird davon und immer mehr zu diesem wahren Willen, zu Thelema in sich vordringt, was aber eben nicht der Eigenwille im Sinne von des Egos oder sowas ist, sondern der wahre göttliche Wille, also dieser göttliche Funke. Die Juden würden halt eher sowas sagen wie, das ist halt wirklich Neshama oder noch höher, Yechida oder sowas, also der innerste Kern der Seele, der eben irgendwo identisch mit der Schchina, mit der Einwohnung Gottes ist. Dahin will man vordringen. Insofern ist also mit Thelema eigentlich das Göttliche im Menschen gemeint. Und das ist eben dann auch der Aufruf zum Selbstbewusstsein, nicht irgendwelchen Dogmen, nicht äußeren Göttern zu folgen. Gott nicht als was, was nur außer dir existiert, zu empfinden, sondern als was, was in dir auch ist. Und dein direktester Zugang ist über dein Inneres und nicht etwa über die Predigten von irgendeinem Pastor und auch nicht über den Talmud oder über irgendwelche weisen Bücher. Die können dir helfen, aber die können dir vor allem helfen, in deinem inneren Land die Wege und Pfade zu finden, wo du ans Ziel kommst. Im Äußeren kannst du dich auch ewig mit dem Talmud beschäftigen und total in die Irre gehen, weil du halt nur äußerlich und auf so einer rationalen Ebene dann daran gehst. Es geht immer darum, irgendwie das Akausale, das Überraschende, das Unerklärliche, Unberechenbare in dein Leben einzuladen. Und man kann es eben nur einladen, man kann es nicht erzwingen, man kann sich nur eine Art Offenständigkeit dafür antrainieren. Und da ist halt für mich Thelema tatsächlich für die heutige Zeit, das würde ich betonen. Also Thelema, wie Crowley es geprägt hat, halte ich nicht für was Ewiges, nicht sowas wie die Tora oder halt wie das, was wirklich so in der jahrtausendealten Tradition weitergegeben wird. Aber das sagt Crowley auch selber. Das ist nicht für die Ewigkeit. Das ist für dieses Äon, sagt er dann immer. Für dieses Zeitalter. Es ist die Art und Weise, wie der wahre Wille Gottes sich hier zeigen kann und soll. Aber zu anderen Zeiten gab es auch schon immer Thelema. Wie gesagt, auch in der Bibel kommt das Wort schon vor.
Der wahre Wille ist schon immer da gewesen, aber jetzt für diese heutige Zeit mag es vielleicht berechtigt sein, ein bisschen mehr die Individualität und das, was man wirklich selber herausfindet oder erfährt und dann den Impulsen folgt, die man ganz individuell empfängt. Also das mehr auszuleben, während in früheren Zeitaltern das nicht so angemessen war. Da war das wirklich was nur ganz wenige tiefe, also große Weise, tiefe Mystiker überhaupt schaffen konnten, weil das einfache Volk vielleicht einfach nicht die Kapazitäten dafür gehabt hätte. Aber Thelema heutiger Zeit oder Crowley ist halt optimistisch und sagt, die heutige Menschheit ist eigentlich bereit dafür. Sie muss jetzt aber auch den Mut haben, so ein bisschen wie Immanuel Kant schon gesagt hat, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Wobei Crowley halt eher sagt, sich des eigenen wahren Willens bewusst zu werden und dann auch ihm zu folgen. Das ist so die Idee. Aber, um das noch anzufügen, es wird immer nur dieses erste Zitat, tu, was du willst, sei das Ganze des Gesetzes gesagt, wenn so negativ über Crowley berichtet wird. Aber das ist immer nur die Einleitung und es endet eigentlich immer mit, Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen. Also Liebe ist das Gesetz. Das Gesetz, um das es geht, wenn tu, was du willst, gesagt wird, ist nicht etwa irgendwie Hass und Verzweiflung und Zersplitterung, sondern es ist gerade die Einheit, die aus der Liebe kommt, sich mit allem verbinden, auch mit dem Bösen verbinden, aber das heißt nicht, dass man das Böse selber tut, sondern das Böse anerkennen, dass auch das will erlöst werden, deswegen greift es dich an. Also da fällt mir ein Michael Ende, der auch seligen Andenkens schöne Bücher geschrieben hat. In einer seiner Geschichten, ich glaube, das ist die Lukas und der Lokomotivführer, Jim Knopf, da gibt es den bösen Drachen Frau Malzahn, die Lehrerin, die Mathelehrerin, die den Kindern das Rechnen beibringt. Also auch wieder das Rechnen, das Kausale, sie wegführt vom Mysterium. Und am Ende wird sie aber besiegt und dann sagt sie, danke, danke, dass sie mich besiegt hat. Deswegen sind wir bösen Drachen doch nur da. Wir wollen doch, wir greifen euch doch nur an, damit ihr uns bekämpft, damit ihr uns besiegt, weil so werden wir erlöst. Das Böse will doch erlöst werden. Und deswegen glaube ich, ist sogar so eine schillernde und auch fragwürdige Figur wie Aleister Crowley so eine Frau Malzahn quasi, die will doch erlöst werden, so. Und ja, diese Herausforderung will ich annehmen. Also Crowley ist eigentlich ein Provokant. Er will provozieren, so wie die Frau Malzahn, und sagen, hey Leute, da ist was. Und wie könnt ihr jetzt, überlegt einmal, wie könnt ihr jetzt mich eigentlich aus dieser provokanten Stellung herausholen. Und das ist jetzt, so habe ich Crowley noch nie gehört. Und das ist ja eigentlich noch interessant, weil es ja tonnenweise Crowleys gibt um uns herum. Und wie gehen wir auf diese Crowleys zu? Mit Verachtung oder mit, ja, vor allem mit Verachtung oder sogar mit Angst. Mit Angst. Und da geht es ja, wie kann ich mit der Angst gegenüber diesen Crowleys umgehen? Da braucht es ja eben eine Kraft in dir, eine Liebe in dir. Und wie gehst du damit um? Also ich würde sagen, der Unterschied von jemandem wie Crowley und halt irgendeinem, den ich wirklich als destruktiven Menschen empfinde, ist, dass bei Crowley, bei allem, was vielleicht auch Destruktives an ihm oder von ihm kommt, als innerer Kern ein echter Suchender ist. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, wenn ich seine Schriften lese. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn ich in einem Menschen, so unangenehm er mir auch ist, diese Sehnsucht spüre irgendwie, dass er in sich wirklich die Sehnsucht nach dem Mysterium, nach dem, nicht einfach nur nach dem Verstehen, sondern auch nach dem Leben, nach diesem Verstehen hat, dann kann es ja sein, dass er noch gehindert ist durch seine ganzen Macken. Wir sind alle traumatisiert, haben unsere Prägungen und haben unsere blinden Flecken und so. Aber dann versuche ich zumindest irgendwie eine gemeinsame Basis zu finden, um quasi dann gemeinsam mit diesem Menschen unserer jeweiligen Sehnsucht nachzustreben. Aber natürlich muss ich auch dazu sagen, ich scheitere da noch oft. Also ich bin auch oft schon an meine Kapazitäten gestoßen und habe gemerkt, jetzt muss ich mich von einem Menschen zurückziehen, weil ich meinen Selbstschutz erstmal wieder erneuern muss. Also das hilft ja nichts, wenn man kaputt geht daran, dann kann man auch niemandem mehr helfen, sondern man muss so ein gesundes Mittelmaß aus Selbstschutz und Liebe schenken finden. Wir sind halt nicht alle wie Christus oder wahrscheinlich keiner von uns ist wie Christus
dass er unendlich einfach von sich schenken kann. Wir können dem nachstreben und mit Gottes Hilfe hier und da in Momenten vielleicht auch mal dem Ideal gerecht werden, aber wir werden trotzdem immer wieder auch scheitern. Das gehört dazu. Aber damit kommen wir klar. Eben, das Scheitern, das hat ja auch viel mit Angst zu tun. Und wie du sagst, da kommen viele Leute irgendwo einmal an die Grenze und sagen, meine Angst, wie überwinde ich meine Angst? Und da geht es eigentlich auch darum, dass ich versuche, durch das Wort Gottes diese ganze Sache zu überwinden. Durch das, wie kann ich, wie siehst du das? Wie siehst du das? Oder Ja, für mich ist auch. wie tauchst du ein, dass du überhaupt dann die Kraft schöpfen kannst und gebrauchen kannst? Ja, also im ganz Konkreten kann ich das wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen, sondern das spielt sich halt eher so auf der Vertrauensebene ab. Ich habe eben das Wort Gottes, womit ich jetzt nicht nur die reine Bibel meine, sondern alles, alles, was zu mir spricht vom Ewigen her. Aber natürlich ist da die Bibel und die ganze daran anknüpfende Überlieferung für mich so der wichtigste Leitfaden. Das habe ich einfach so zu dem Rahmen meines Lebens gemacht. Ich lebe quasi darin. Meine Bräuche, Teile meiner Wohnungseinrichtung, die Art, wie ich mich kleide und so, alles ist quasi gebunden oder rückgekoppelt an dieses, was ich von der Bibel, von der jüdischen Überlieferung mir so im Laufe der Zeit habe aneignen dürfen. Und deswegen kann ich mich dann einfach so ein bisschen da rein fallen lassen und einfach in dem Vertrauen darauf, dass schon alles, meine Gewohnheiten sind schon im Wesentlichen, nicht alle, das Rauchen oder so ist noch nicht so eine super Gewohnheit, aber viele meiner Gewohnheiten habe ich halt schon mal so eingerichtet, dass ich darauf vertraue, dass ich auch mal mein Unterbewusstsein einfach machen lassen kann. Und das ist, glaube ich, so das, was mir halt hilft, dann auch im Umgang mit Menschen, dass ich einfach mal die Situation auf mich zukommen lasse. Ich gehe dann in ein Gespräch rein oder in eine Begegnung und vielleicht auch mit einem schwierigen Menschen. Dann kommt es schon mal vor, dass ich echt nochmal richtig in mich gehe, vielleicht mal 10, 20 Minuten so bete und wirklich darum bitte, die richtigen Worte, die richtigen, ja, Ideen zu haben jetzt in der Begegnung. Und dann ist es auch so, dann klappt es auch irgendwie. Also bisher bin ich da wirklich noch nie irgendwie schwer enttäuscht worden. Wenn ich enttäuscht werde, dann halt nur wegen meiner eigenen Verblendung, weil ich halt was wirklich, weil ich mich halt getäuscht habe und dann bin ich ja halt dankbar, dass ich enttäuscht werde. Also. Ja, übrigens, ich rauche. Auch für eine gute Zigarre bin ich immer zu haben. Und man riecht mich schon von Weitem. Ah, da kommt er. Ja. Ja, es sind vor allem die Zigaretten, die ich nicht so gerne, also das hätte ich gerne wieder los. Ich habe eigentlich Pfeife geraucht und bin dann aber irgendwann in der ganzen Zeit der letzten 3 Jahre, die ja relativ stressig war für die meisten Menschen, bin ich leider wieder auf die Zigaretten auch irgendwie zurückgekommen. Aber Ja. alles hat seinen Sinn und Grund. Ich weiß nicht, was der Sinn ist, aber es wird ihn geben. Ja, also da müssten wir zusammensitzen. Ich rauche auch Pfeife und eine Pfeifensitzung macht nicht, dass wir Pfeifen sind, sondern eine Pfeifensitzung. Ja. Vielleicht sind wir auch Pfeifen im Sinne von, dass wir eben den Laut, das, den Ton, den Klang produzieren und in die Welt hinaus senden. Das ist doch eigentlich gar nichts Negatives, also. Ja, also das, wenn ich schnell nochmals zu Schlomo zurückkehre, der sagt immer, ich bin nur eine Trompete. Also er trompetet das heraus. Das Christentum predigt die dreieinigen oder den dreieinigen Gott. Und das schlägt ja eigentlich dem Judentum voll ins Gesicht. Naja, Oh, sag was dazu. also da würde ich sagen, das ist wieder so eine Art künstliche Spaltung, weil eigentlich gibt es im Judentum in der tieferen mystischen Deutung ja auch eine Art Dreiheit, die wird dann meistens der heilige Alte, Atika Kadisha auf Aramäisch genannt, das wäre halt der Vater im Christentum, dann gibt es Seyyar Anpin, das ist so der Kleingesichtige wortwörtlich, das ist quasi der Sohn, das ist nämlich der Vater, wie er quasi in der Zeit dabei ist, der Vater ist jenseits der Zeit, aber der Sohn ist hier bei uns, mit uns, in uns. Und dann gibt es aber auch noch einen dritten Aspekt, der da ein bisschen anders als im Christentum nicht ein Heiliger Geist genannt wird, sondern der Apfelbaumgarten, Hakatapuchin. Das ist auf den ersten Blick natürlich ein bisschen seltsam oder merkwürdig, das ist merkenswürdig.
Aber ich finde die Symbolik auch schön. Ich muss dazu sagen, da habe ich keine Ahnung, was da so im Soha oder sowas noch dazu gesagt wird. Also woher diese genaue Symbolik des Apfelbaumgartens kommt. Aber für mich, so von meinem, wie ich halt die Natur auch als heilige Schrift kennengelernt habe, ist einfach überhaupt der Baum als Gewächs so krass von der Symbolik. Also dieses, der Same, der dann aufgeht, aus der Erde durchbricht an die Luft, an den Geist, dann von der Sonne und vom Regen genährt wird, auch von den Nährstoffen im Boden natürlich, immer weiter aufwächst, sich verzweigt, dann irgendwann Früchte hervorbringt, schöne Pracht, die, keine Ahnung, zum Beispiel die Bienen oder sowas anlockt, okay, der Baum vielleicht nicht, aber die Blumen. Und dann irgendwann halt die Frucht wieder abwirft oder abfällt, wenn sie reif ist und aus der Frucht wieder weitere Bäume entstehen und dann irgendwann halt der ganze Garten daraus geworden ist. Aber alles andere Leben ist auch beteiligt. Die Tiere fressen die Früchte und scheiden dann die Kerne wieder aus, damit dann der Baum nicht direkt neben dem ersten Baum bleibt, sondern dann irgendwie weiter weg gepflanzt wird. Und so entsteht dann irgendwann der Apfelbaumgarten. Also so eine Art Netzwerk von den Samen, die überall aufgehen. Und so sollen wir doch auch die Gemeinschaft der Heiligen sein. Jeder soll diesen Heiligen Geist in sich tragen. Wir sollen alle ein einzelner Apfelbaum sein, aber wir sind vereint als dieser Apfelbaumgarten. Und insofern, so erkläre ich mir jetzt ganz, ganz primitiv quasi, nur vom Naturbild her, diese jüdische Ausdrucksweise vom Chakal Tapuchin. Gehen wir gerade zur Kippa. Warum? Ja. Du hast jetzt eine Kippa aufgesetzt. Warum? Weil wir jetzt über den Chakal Tapuchin reden. Ja, Ja. Ich habe eine Kippa auch auf und auch nicht nur jetzt für YouTube, sondern auch so in meinem normalen Alltag. Außer halt, wenn ich in irgendwelchen Kontexten bin, wo das halt überhaupt nicht üblich ist, also in der Kirche oder so. Ich gehe ja schon auch manchmal in eine christliche Kirche noch mit. Da würde ich natürlich, weil es sich da gehört, einfach meinen Kopf frei machen. Oder auch wenn ich irgendwo in der Uni gesessen habe, habe ich schon die Kippa abgemacht. Aber da, wo ich mich wirklich wohl und zu Hause fühle, bei Freunden oder so, habe ich ja auch immer auf dem Kopf. Ich habe allerdings auch erst spät damit angefangen, als ich schon relativ lange so auf diesem Weg der jüdischen Bräuche war und habe gerade diesen Aspekt eher so ein bisschen kritisch gesehen, weil es gibt ja die Stelle im Neuen Testament von Paulusbriefen, dass der Mann sein Haupt nicht bedecken möge, weil ja das Haupt der Christus ist und der Christus soll nicht verleugnet werden quasi. Deswegen habe ich mich lange geweigert dagegen, aber irgendwann, weil ich halt so viel bei YouTube über jüdische Themen und fast nur damals über jüdische Themen gesprochen habe, kam mir mal auch so der Gedanke, dass es vielleicht schon irgendwie respektlos ist für Juden, wenn die das sehen und da so jemand sitzt mit seinen langen Haaren ohne Kippa, völlig unjüdisch quasi, aber die ganze Zeit von jüdischen Mysterien spricht. Und dann habe ich halt auch nochmal tiefer mich mit der Symbolik befasst und mir halt mal die Argumente der Juden angehört, auch selber ein bisschen drüber nachgedacht und bin für mich dann zum Schluss gekommen, man kann für beides Argumente finden und jeder soll das machen, wie er es für richtig spürt. Und ich bin halt dann zu diesem Schluss gekommen, aber nur um das zu sagen, mein chassidischer Brudi, wo ich hoffentlich später noch sein werde, der trägt auch keine Kippa. Also das ist für mich überhaupt kein Problem. Also das ist ja gerade das Schöne, dass jeder selber seinen Weg geht. Also ich trage sie immer, aber auf Anraten nur unter einer Cap, unter einer Baseball, also Baseball Cap, weiß Meinst du jetzt, wenn du draußen bist nicht. oder? Ja. Auf Anraten von Schlomo. Schloma, ja. Und aber ich, für mich ist es noch was anderes. Ich bin behütet von Gott. Und darum trage ich sie eigentlich immer. Und da gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, die, ja, die darf ich schon erzählen. Mein Sohn hatte vor 3 Wochen eine Gehirnblutung und schrammt es 41 und schrammte ganz nah am Tod vorbei. Und ich habe eine große Familie, 5 Kinder. Und ja, und wir halten zusammen mit Pech und Schwefel. Und da gab es einmal eine Unterredung mit 2 Ärztinnen. Und die haben mir ein wenig, sind mir quer hineingekommen, weil sie wie gewisse Sachen, wir sagten, Leute, es ist eigentlich so, das Judentum sagt, Suizid, nein. Also es hängt jemand an einer Maschine, dass ihm der, dass, die hilft ihm zu leben für einen Moment noch. Aber man darf nicht das Leben
verlängern künstlich. Also nicht Suizid, sondern einfach abbauen. Und das, wir hatten auch den Eindruck, dass Samuel an dieser Schwelle steht. Und da habe ich dann meine Cap abgezogen und habe wirklich Gesicht gezeigt. Und da haben die, das waren sie ein wenig schockiert. Und wir haben dann, die ganze Familie hat dann gesagt, wenn das wirklich so wäre, dass Samuel wirklich nicht mehr weitergehen kann, dann wünschen wir das für ihn. Er hat überlebt und hat ja, macht große Schritte vorwärts. Aber das hat wiederum bewirkt, dass die Chefärztin dann begann, mit uns zu sprechen. Und vorher haben, gut, es waren Ärztinnen, die haben ihre Ausbildung als Top, aber da kam es hinein, da wussten die Leute, oh, da müssen wir wirklich aufpassen, was wir tun. Da ist jemand da, wo nicht nur einfach bla bla, sondern aus dem Innern spricht, aus dem Glauben heraus spricht. Und da können wir nicht einfach nur so tun, was wir wollen. Und das war ein einschneidendes Erlebnis, was ich mit meiner Kippa erlebt habe. Das Und gut. heute ist also mein Sohn wirklich wieder auf dem Weg, so viele Gebete, man gedaffnet, 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 gedaffnet. Und sind also viele Gebete zu Hashem aufgestiegen. Und heute ja, ist er wieder auf einem guten Weg. Baum des Lebens. Jetzt kommen wir zurück. Baum des Lebens. Da möchte ich jetzt einhängen. Das ist ja das Zentrale in dem, in der, oh, das kommt mir gerade nicht. Im Also im Paradies. Garten, Ja, Garne. im Garten, im Paradies, das Zentrale. Und das ist ja, wie du sagst, das ist ja eigentlich gut. Es ist ja Leute, ja, da gibt es ja ein dummer, ganz dummer Spruch. Ich setze mich auf einen Ast und säge ihn selber ab. Und viele Menschen tun das und haben den Ge oder kennen den Gehalt dieses Baumes nicht. Und da, ja, spreche du weiter über den Baum. Ja, was soll man da? Also da kann man natürlich in alle Richtungen jetzt gehen. Aber der Baum im Garten, also der Gan Eden, das Wort Eden, Eden, das ist ja Wonne, Lust, Freude. Sogar, es geht sogar in Richtung auch körperliche Lust und sowas, aber halt alle, auf allen Ebenen, auf körperlich, seelisch und geistig. Und Gan, auch im deutschen Garten kommt ja, oder vom Englischen kann man es besser verstehen, garden und to guard, also beschützen. Und auch im Hebräischen ganan ist das Verb dazu, beschützen. Und es ist also ein umhegtes, eine Wonne, die aber umhegt ist, umschützt ist, die geschützt ist. Und insofern ist also alles, jeder Moment, den du erlebst in diesem Empfinden, dass du gerade in einer Wonne bist, die aber in einem geschützten Raum stattfindet, dann bist du im Gan Eden. Und dann hast du im Zentrum eben diesen Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens, ja, wie du schon angedeutet hast, man hat ihn eigentlich immer, er ist zum Greifen nah. Lamachazikimbo, wie ist denn, ich weiß nicht, Prediger oder wo ist das, heißt, oder Sprüche, glaube ich. Und ich glaube, ja, Michel, aber das Bild von dem Draufsitzen und sich selber den Ast absägen, ist ja wirklich auch so der Inbegriff des Baums des Wissens. Alles analysieren. Analysieren heißt ja zerschneiden wollen. Also auch das eigene Leben immer zu sehr analysieren. In der Vergangenheit zu gucken, was habe ich richtig, was habe ich falsch gemacht. In der Zukunft die Hoffnung und Befürchtung zu haben. Klar, das gehört zum Leben dazu. Aber das sollte halt nicht das Wesentliche sein, sondern das Wesentliche ist das Jetzt, wo ich jetzt bin. Ich rede jetzt hier mit dir. Spreche mit dir, reden ist auch nicht unbedingt das richtige Wort. Sprechen, wir tauschen uns aus und darauf will ich mich jetzt fokussieren und nicht, was ich noch mache heute, auch wenn ich das schon öfter jetzt erwähnt habe und was ich gemacht habe, habe ich auch schon, glaube ich, erwähnt mit Yom Kippur, aber ja, den Moment, das Zentrum, wie du sagst, im Zentrum dieses
bewahrten Wohlseins, Wonneseins oder Wonneempfindens. Da ist dieser Baum, aber stattdessen sitzen wir nur auf seinen Zweigen rum, anstatt die Früchte zu genießen, schneiden wir rum und analysieren und sägen letztlich dann den Ast ab, auf dem wir sitzen und fallen wieder auf die Erde, auf den harten Grund der Realität, da wo die Schlange rumkriecht und sich vom Staub ernährt. Tja. Das ist sehr interessant. Wir haben, also ich wohne hier auf dem Lande und wenn ich hinausschaue in die Nähe, hat es einen Hügel, darauf steht ein riesiger Baum. Und man sieht, der Wind kommt von Westen und man sieht genau, wie der Baum sich wehrt gegen diesen Wind. Er ist im Prinzip nicht rund, sondern wie abgeschnitten. Also die Windseite hält er aus und die andere Seite ist groß und mächtig. Und ich setze mich dort hinter das Groß, unter das große, mächtige und sicher nicht dort, wo es flach ist und der Wind pfeift, oder? Und das ist eigentlich noch spannend. Also setzen wir uns dorthin, wo wir geschützt sind. Und der Baum schützt uns. Und das Bild des Baumes ist wirklich, wirklich, wirklich ganz interessant. Gerade bei dem Baum des Lebens und dem Baum des Wissens von um Gut und Schlecht, wie es ja eigentlich eher heißt, da wird ja auch manchmal gesagt, dass es gar nicht wirklich zwei Bäume sind, sondern dass sie in der Wurzel eigentlich ein Baum sind und der Mensch ist halt nur ist in seiner Entscheidung, daraus zwei Bäume zu machen. Er zerhackt halt die Wurzeln und dann sind halt die zwei Bäume da. Also dieses, was mit dem Wissen zu tun hat, mit dem Unterscheiden von Gut und Schlecht, oder man könnte vielleicht auch sagen, das Abwägen von Vorteil und Nachteil, was man halt im Leben tut, das ist der Baum des Wissens. Aber wenn wir das eben nicht abtrennen von diesem Vertrauen, von diesem Baum des Lebens eben, dann ist es auch nicht an sich verkehrt. Das Problem fängt an, wo wir das halt zu nutzenorientiert machen, wo wir auf das Ergebnis schauen. Es ist schon klar, dass wir unsere Handlungen irgendwie abmessen müssen und überlegen müssen, was wir tun wollen, was wir nicht tun wollen. Aber der Unterschied ist, ob wir uns dann ärgern, wenn nicht das Ergebnis rauskommt, was wir uns erhofft haben, oder ob wir nicht einfach Vertrauen haben, dass alles, was auf uns zukommt, alle Konsequenzen für unser Handeln, wenn wir gehandelt haben im Bewusstsein, ich tue es, weil ich das für das Richtige halte. Oder thelemisch würde man jetzt sagen, weil ich es wirklich tun will, weil es mein wahrer Wille ist. Dann bin ich auch bereit dafür, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, zur Hölle zu fahren. Weil dann weiß ich, dann ist es Gottes Wille, dann soll es so sein. Und ich will nicht gegen diesen Willen, den wahren Willen vom Ganzen gehen. Also vertraue ich einfach darauf, dass auch das vermeintlich Schlechte einen tieferen Sinn hat, seine Berechtigung hat, mir vielleicht eine Botschaft ist. Kann ja auch einfach die Botschaft sein. Du Depp, du hast dich falsch entschieden. Nächstes Mal mach's richtig. Aber das heißt ja nicht, dass ich bereue, mich da falsch entschieden zu haben, weil in dem Moment war es ja meine Überzeugung, dass es das Rechte ist. Und dann lerne ich halt daraus. Und das ist doch wunderschön. So lehrt einen auch die Zuchtrute des Ewigen manchmal. Gehört auch dazu. Der Vater, der einen liebt, der züchtigt einen auch. Aber das wird immer falsch interpretiert. Die Züchtigung. Jesus ist ja eigentlich 3 Tage wirklich zur Hölle gefahren und zum Predigen. Und ich denke, wenn wir das auch müssten, hätten wir wahrscheinlich die Gelegenheit, wieder eine Treppe nach hoch zu gehen. Ja. Vielleicht auch wieder das Böse, was dich nur zu sich zieht, um erlöst zu werden, dass du erzählst von der frohen Botschaft da unten. Ja. Und da gibt es ja auch im Hasidismus, du stirbst, hast aber deine Aufgaben noch nicht ganz gelöst. Reinkarnation, kommst du zurück und hast nochmals nicht mehr als mich, als Thomas oder als Tom Blunier, sondern ich komme zurück, habe nochmals die Gelegenheit, das zu regeln, was ich nicht geregelt habe, immer noch nicht, ich sterbe, hast das zweite Mal, immer noch nicht, ich sterbe, hast das dritte Mal. Und ja,
Das sind auch die Reinkarnation. Was denkst du? Ja, also ich begreife Reinkarnation oder Gilgul nicht so linear, wie das die meisten Menschen wahrscheinlich verstehen. Also was spricht dagegen zu glauben, dass ich vielleicht auch jetzt gerade in einem anderen Menschen genauso mich selbst als ich empfinde, wie ich mich jetzt hier sitzend so empfinde? Und vielleicht auch, natürlich auch in der Vergangenheit mit Menschen, aber halt immer parallel auch mit mehreren. Also dass einfach letztlich alle Menschen der eine Mensch sind, der eine Ur-Adam, der aber halt hier zersplittert ist in die vielen. Und es kann ja sein, dass es da auch nochmal Untergliederungen gibt, sowas wie Gruppen, die enger zusammengehören als andere. Und für mich ist es auch wieder eher so eine Art Netzwerk, also was nicht was Lineares ist, sondern eher so weit verzweigt, wieder wie die Äste eines Baumes einfach. Oder wie halt der Wald mit seinen vielen Bäumen. Und insofern, ja, Reinkarnation, den Begriff vermeide ich eher, weil die Menschen halt da was so Komisches drunter verstehen. Dieses, ja, wenn ich das hier verpasst habe, die Chance, dann weiß ich halt nächstes Mal, das kann ja auch zu einer Haltung führen, dass man das alles so nicht mehr ernst nimmt. Oder also auf eine ungesunde Art nicht mehr ernst nimmt. Ich bin ja sogar dabei, nicht zu viel ernst im Leben, also das Leben auch als eine Art Spiel zu betrachten, aber nicht als ein unwichtiges Spiel, sondern als das Spiel halt. Und natürlich auch Freude und in gewissem Maße auch Spaß, wobei Spaß dann schon eher so ins Rauschhafte für mein Empfinden vom Klang des Wortes tendiert. Also Reinkarnation, wie es irgendwelche, sagen wir mal, etwas bös gesprochen, neo-esoterische Yoga-Muttis oder sowas verstehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das, was ich promoten wollte, aber die Vorstellung, dass man mehr ist als das jetzige Leben von Geburt bis Tod, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel dran. Und wie man sich dann die Vor- und Nachexistenz genau vorstellt, boah, das weiß ich ja nicht. Also das weiß ich nicht. Ich habe da meine eigenen Vorstellungen, aber will da auch niemanden zu viel irgendwie nahelegen. So, das ergibt sich dann schon auf dem eigenen Weg, wie man zu solchen Fragen steht. Ja. Also damit eigentlich Freude am Leben, dann müssen wir den Treidel in die Finger nehmen und spielen. Und ja, das ist ja auch etwas. Gedankenaustausch kann auch ein positives Spiel sein. Ich gebe dir was und du gibst mir was zurück. Wie so Und ein Tischtennis, Ping-Pong. genau. Jetzt, was hast du eigentlich studiert? Was hast du gelernt? Was arbeitest du? Du kannst ja nicht immer vor der Kamera sitzen. Naja, tatsächlich ist mein derzeitiger Alltag ziemlich klar viergeteilt, könnte man sagen, was so die Verpflichtungen, aber halt auch selbstgewählte Verpflichtungen angeht, dass ich ungefähr 10 Stunden in der Pflege als Pflegehelfer arbeite bei einem festen Kunden. Da mache ich meist einen Nachtdienst pro Woche. Da habe ich dann 10 Stunden halt Nachtdienst, aber da habe ich halt auch viel Zeit, wo ich eigentlich nur wache und halt nicht viel zu tun habe. Das heißt, ich kann viel lesen, studieren und sowas. Dann habe ich 10 Stunden ungefähr eingeplant, aber das ist je nach Auftragslage unterschiedlich fürs Lektorieren. Also so freiberuflich bin ich Lektor für Studierende, für Abschlussarbeiten und sowas. Es ist also jetzt auch nicht so tiefgeistig, aber immer mit Sprache sich zu beschäftigen, das liegt mir halt ganz gut. Und dann die anderen 20 Stunden sind halt, wofür ich nicht bezahlt werde. Das ist halt einerseits so meine YouTube-Arbeit, da selber Videos machen, schneiden, muss ich dir ja nichts von erzählen. Das ist die meiste Arbeit. Die Aufnahme ist ja noch meistens sehr angenehm, aber dann das Bearbeiten und dann hochladen, sich um die Kommentare kümmern, das gehört ja auch alles ein bisschen mit dazu. Oder halt auch manchmal Anfragen per E-Mail und so beantworten, also inhaltliche Anfragen und solche Sachen, wobei ich da auch gar nicht mehr richtig nachkomme. Das wird leider zu viel. Ich würde gern viel mehr, aber. Und dann die anderen 10 Stunden sind so, sagen wir mal, private Zusammenschlüsse, wo ich irgendwie aktiv bin, so in der anthroposophischen Gesellschaft oder so, gehe ich einmal die Woche in so einen Lesekreis, wenn ich es zeitlich schaffe. Und noch ein paar andere Sachen. Also, das ist so meine, sagen wir mal, geistige Arbeit im konkreten Umfeld, nicht in der digitalen Welt. Also, das sind so mein, sagen wir mal, Pflichtprogramm, was ich mir selber gewählt habe. Und Ausbildung, also nach der Schule, nach Abitur bin ich direkt nach Hamburg zum Studieren, weil da konnte ich ohne, wie heißt es, Numerus Clausus ein Fach anfangen, nämlich Finno-Ugristik. Da weiß kaum einer, was das ist. Finnisch-Ugrische Sprachfamilie, also wo die finnische und die ungarische Sprache herkommen. Ich habe halt ungarische Verwandtschaft und deswegen habe ich eh schon mal in der Jugend angefangen, die Sprache zu lernen, so ein bisschen. Das habe ich dann halt beim Studium noch etwas vertiefen können. Überhaupt mit der Struktur von Sprache, also meine Ausrichtung war vor allem so linguistisch. Das hat mich sehr bereichert. Habe auch dann Serbo-Kroatisch im Nebenfach gehabt, also auch noch die slawischen Sprachen ein bisschen kennengelernt.
Und auch wenn ich bis heute eigentlich nur mit meinem Deutsch wirklich zufrieden bin, also in der deutschen, meiner geliebten Muttersprache, fühle ich mich einfach wirklich wohl. Aber ich habe halt viele andere Sprachen zumindest schon ein bisschen kennengelernt. So auf Englisch kann ich mich natürlich schon auch gut verständigen. Auf Ungarisch würde es, wenn ich wieder ein bisschen reinkomme, ich habe halt leider keine Praxis mehr in den letzten Jahren gehabt, würde auch schon gehen. Aber alle anderen Sprachen kann ich eigentlich nicht wirklich sprechen. Also Hebräisch kann ich zwar auch studieren und sowas, aber reden könnte ich jetzt nicht, will ich auch eigentlich gar nicht. Das ist die heilige Sprache, da will ich nicht darüber reden, keine Ahnung, dass ich noch einkaufen gehen muss oder sowas. Aber das Hebräische habe ich dann halt auch eigentlich so über diese ganzen Hebrew Roots Christenkreise langsam angefangen, dann über Friedrich Weinreb noch besser kennengelernt oder auch über diesen Axel Nitschke, über den ich überhaupt auf Weinreb aufmerksam wurde. Dann habe ich halt auch selber ein bisschen mal so Gesenius-Wörterbuch, das ist so das Standard-Wörterbuch für Bibelhebräisch. Also als Online-Version immer öfter benutzt und halt selber mal auch Originaltexte versucht zu entziffern und so. Hab da auch schon einiges so erreicht, aber natürlich so systematisch ist nochmal besser. Deswegen habe ich dann nochmal ein Judaistikstudium angefangen, aber auch Betonung auf angefangen. Ich habe da nur die Sprachkurse eigentlich gemacht, so ein bisschen noch auch hier und da die anderen Kurse. Aber dann kam halt auch die Phase der letzten 3 Jahre mit also nur noch Online-Unterricht und sowas und ganz komische Maßnahmen, die mir das Leben schwer gemacht haben. Und da ich dann alle Sprachkurse fertig hatte, war es dann auch okay für mich, habe aufgehört mit dem Studium jetzt. Jetzt studiere ich also nichts mehr. Den einzigen Abschluss von der Uni, das war wirklich noch in Hamburg, da das Finno-Ugristik-Studium, Bachelorabschluss. Aber auch den Master, den ich dann noch erstmal gemacht habe, habe ich dann abgebrochen nach der Hälfte, weil dieser wissenschaftliche Forschungsbetrieb sich mir einfach als nicht an der wirklichen Wahrheit interessiert gezeigt hat, sondern der war zu sehr von Ego-Interessen geleitet oder sogar von politischen Interessen teilweise. Also da habe ich leider kein gutes Urteil für übrig. Das Judaistikstudium war ein bisschen besser, weil da halt Sprachkurse, da kann man nicht viel falsch machen. Also da, wenn einem die Sprache gut vermittelt wird, ist es ja schon was wert. Aber ja, es ist nicht meine Welt. Und ich hatte auch nie vor, groß mit dem Studium was zu arbeiten. Das war ja so ein Interessenstudium. Nach dem Studium in Hamburg bin ich dann halt nach Hause gekommen, nach Frankfurt, wo ich herkomme. Und ja, war dann erstmal arbeitslos, weil natürlich mit einem Studium der Finno-Ugristik kann kein Arbeitgeber was anfangen. Musste ich mich dann arbeitslos melden, war 11 Monate auf Unterhalt vom Staat quasi angewiesen. Aber auch das war eine wertvolle Lehrzeit, habe ich viel über das System, in dem ich hier lebe, in der BRD kennengelernt und ja, mir auch da mein Bild gemacht, Konsequenzen gezogen. Aber dann bin ich halt zufällig in diesem Pflegejob gelandet und da bin ich jetzt seit knapp 9 Jahren und im Großen und Ganzen sehr zufrieden, dass ich so eine Arbeit habe, weil es halt was ist, was wirklich Sinn ergibt. Also man hat in jedem Moment, wo man da ist, das Gefühl, man macht was Sinnvolles, man hilft einem Menschen, der allein halt nicht mehr überleben könnte auf Dauer. Und auch wenn es sehr stressig ist und die Arbeitsbedingungen wirklich ganz unter aller, ich will es gar nicht sagen, aber nicht gut sind. Ja. Und ja, ich muss mich leider doch bald mal davon trennen. Ich versuche die 10 Jahre noch voll zu machen irgendwie, aber da ich auch mit dem Lektorieren jetzt so seit 2 Jahren angefangen habe, will ich das halt eher so ein bisschen ausbauen. Bei YouTube, ich meine, wenn da ein bisschen was über irgendwelche Werbeeinnahmen, Kanalmitgliedschaften rumkommt, freue ich mich natürlich. Aber mir ist auch klar, mit diesem Nischenthema werde ich da nicht wirklich mit Geld verdienen können. Und das ist ja auch okay. Ich will auch diese Inhalte niemals nur gegen Geld anbieten. Also wenn überhaupt, dann soll die Möglichkeit bestehen, dass man mich ein bisschen unterstützen kann als Dank für meine Arbeit. Aber ich will nicht was jemandem vorenthalten, nur weil er mir kein Geld oder sowas dafür geben will. Das geht einfach nicht so. Das ist Allgemeingut, dieses Wissen, und das sollte jedem zugänglich sein. Und insofern werde ich wahrscheinlich meine YouTube-Karriere niemals als finanzielles Standbein machen, sondern ich bin eher so ein bisschen jetzt noch am. Gerade heute zufällig, dann kann ich es auch erwähnen, habe ich eher zufällig in so einem, also in so auf meinem Handy bei den News, wurde mir so eine Anzeige für Studienkreis Nachhilfelehrer gesucht, angezeigt. Und da hatte ich schon mal vor ein paar Monaten von gehört, weil Leute mir gesagt haben, also Freunde mir gesagt haben, ja, du suchst doch noch irgendwie einen weiteren Nebenjob und mach doch sowas wie Nachhilfelehrer, du kannst doch so gut erzählen und erklären. Und da ich in der Uni auch schon mal so Tutorien geleitet habe und das Lektorieren für die Studenten jetzt ja auch schon so ein bisschen eine Art von, ja, Lehrunterstützung ist, dachte ich mir, ja, das probiere ich mal, habe mich da angemeldet. Und direkt nach 5 Minuten kam schon der Anruf auf meinem Handy und so, ja, cool, wir schicken Ihnen demnächst mal noch ein paar weitere Unterlagen und so weiter. Mal schauen, also vielleicht werde ich auch noch Nachhilfelehrer in Zukunft. Also als du gesagt hast, Lektor, da sind meine Ohren weit geworden. Ich schreibe auch
Ich schicke dir 100, nicht gerade 100, aber Manuskripte. Gut. Bei mir ist es natürlich so, dass ich nicht Fachliteratur, es ist eher ein wenig Unterhaltungsliteratur. Das ist vielleicht nicht so deine Stärke. Weiß nicht. Ja, ich hab ja bisher erst seit, wie gesagt, 2 Jahren ungefähr damit angefangen. Jetzt habe ich bisher hauptsächlich Studenten betreut, habe jetzt aber auch selber mein eigenes, ein Buch, was ich schon mal auch veröffentlicht hatte, nochmal angefangen, neu zu überarbeiten. Also mich selber lektoriert quasi so ein bisschen aber mit einem anderen Lektor zusammen, der sich vor allem so ums Layout kümmert, um es nochmal ein bisschen professioneller rauszugeben. Und das wird vielleicht dann so im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Das ist übrigens das Buch, wo ich Thelema und das chassidische Judentum so ein bisschen versuche miteinander zu vergleichen. Natürlich bei allen Unterschieden, aber halt auch die überraschenden Gemeinsamkeiten so ein bisschen rauszuarbeiten. Das war eigentlich damals so der Start, wo ich dann auch diesen Aaron kennengelernt habe, mit dem ich heute den Podcast seit einem Jahr mache und den ich wirklich als guten Freund inzwischen behandle. Also so sind so die Wege, wie der Herr einen führt, einfach durch die Entscheidung, die man vielleicht manchmal auch im ganz unbewussten Moment trifft und dann ergibt sich daraus irgendwas und dann geht es immer weiter. Eins fügt sich ans andere. Ja, das ist ja spannend. Sehr spannend, dass ich dich so kennenlerne. Jetzt machen wir mal noch schnell die Verbindung. Der vordere Teil der Bibel und ich sage der hintere Teil. Der erste Teil der Bibel, der zweite Teil. Du sagtest Johannes Evangelium, das ist ja eigentlich. Hat sehr Philosophie, hat ja, aber es ist ja eigentlich nicht wie die anderen drei Evangelien, ich sage es mal blöde, die anderen drei Evangelien sind Fußevangelien. Da wird beschrieben, wie Jesus von A nach B geht und das Volk heranzieht, predigt. Johannes ist eher der, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, der hineinführt, nicht der Fußprediger, sondern der schon beginnt, das, was Jesus sagt, oder gesagt hast, auszulegen. Ja, Du wie sieht meinst so die ersten drei Evangelien, die ja auch die synoptischen ja, Evangelien genannt genau. werden, weil sie ein bisschen ähnlicher zueinander sind, sind viel mehr Erlebnisberichte, was einfach die Menschen Genau. erlebt haben mit Jesus und oder Jeschua, wie wir wahrscheinlich eher dazu sagen, aber die meisten Zuschauer nennen ihn wahrscheinlich mit seinem verballhornten Namen. Und dann Johannes ist halt, ja, das geistigste Evangelium, könnte man sagen. Das sind wirklich, wie ich es ja eben schon am Anfang umrissen habe, für mich wie so eine Anleitung des inneren Prozesses in der Seele, das alles dargestellt wird. Damit bezweifle ich nicht, dass es auch eine Art äußere Beschreibung des Wirkens von Jesus ist. Ich glaube halt, das eine entspricht dem anderen. Das Innere, was allgemeingültig und ewig ist, hat sich natürlich auch zeitlich irgendwie manifestiert vor ungefähr 2000 Jahren. Aber Johannes hatte halt schon diese Augen dafür, genau die Aspekte aufzuschreiben, dass sie dann so eine wunderbare Anleitung für den inneren Weg auch bilden. Also das ist für mich so die große Stärke vom Johannesevangelium, was aber die anderen Evangelien ja überhaupt nicht irgendwie schmälert. Die sind halt noch viel schöner zugänglich, so auch gerade für Kinder vorlesen und so Weihnachtsgeschichte und so. Das kommt ja bei Johannes gar nicht vor. Also, ach, die Bibel ist ein Ganzes, wie es auch im Judentum heißt. Was ist es? Ich glaube, der erste Satz der 10 Worte ist genauso wichtig oder ist nicht wichtiger als die Aufzählung der Namen der Frauen von Esau oder sowas. Also alles, jedes Zeichen, jedes Jota, jedes J und jeder Strich hat seine Bedeutung. Also man soll ja auch, das habe ich auch gelernt, zwischen den Buchstaben lesen. Ja. Das weiße und das fa schwarze Feuer. Ja. Ja, genau. Nochmals zurück. Wie verbindest du, habe ich dich schon gefragt, wie verbindest du Christentum, Judentum? Habe ich, glaube ich, noch nicht gefragt. Ja, also das ist ja für mich eigentlich eh gar nicht so getrennt, wie es immer dargestellt wird. Die ersten Christen waren Juden.
Die waren halt Juden, die den Messias in Jeschua erkannt haben. Und insofern ist für mich das einfach nur eine künstliche Spaltung. Ja, genau das hatten wir vorhin schon mal mit dem, dass die Dreieinigkeit für mich eher eine künstliche Spaltung ist, weil es halt dann so in Dogma gefasst wurde und die Kirche halt natürlich ganz viele jüdische Bräuche abgelehnt hat, den Sonntag statt dem Sabbat und so eingeführt hat. Das kann ich ja auch alles irgendwie symbolisch schon verstehen und kann man so sehen, klar, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man den Sonntag statt dem Sabbat einführen soll. Warum nicht einfach den Sabbat weiter bewahren, wie es ein Gebot nun mal ist oder ein Angebot, könnte man auch sagen, aber eben ein Angebot des Ewigen und nicht von irgendeinem Menschen. Und dann die Symbolik des Sonntags kann man ja weiter wertschätzen. Auch im Judentum wird der Sonntag ja durchaus geehrt, im Sinne von bei der Havdalah am Ende vom Schabbes wird auch der achte Tag gewissermaßen angedeutet mit dem Riechen. Man riecht es schon, diesen achten Tag. Aber jetzt fängt wieder der erste an, weil wir sind halt hier in der Zeit. Da ist nicht der Durchbruch durch diesen Kreis möglich, aber wir erahnen ihn schon so ein bisschen, wie man den Messias halt auch am Anfang nur am Geruch erkennt. So, wenn irgendein Rabbi mal gefragt wurde, hast du gehört, alle sagen, der Messias ist gekommen, so, er ist irgendwo und er guckt nur ans Fenster, schnuppert mal an der Luft und sagt, nee, der Messias ist noch nicht da, das würde ich riechen, weil das Feine, das Subtile ist es, womit sich das ankündigt. Genau, also Schlomo sagte immer oder sagt jetzt immer, ich vermisse den Sonntag. Ich Also, weil vermisse er jetzt in Israel ist, den Sonntag. Ja, aber also es ist ja eigentlich etwas Fließendes. Jesus war immer Jude, also Jeschua war immer Jude und ich glaube, da du sagst es, hast vorher gerade gesagt, das ist ja eigentlich. Man redet viele, oder es ist ein Dogma, dass man nicht davon redet, dass Jesus oder Jeschua eigentlich immer Jude war. Jude ist, Jeschua ist, er war nicht nur, sondern er war, ist und wird sein. Hasst mich Ja. wieder. Es ist mich. Und Jude, das Wort Jude und Israel, das ist mir Ja. auch immer wichtig zu betonen. Für mich ist es nicht nur dieses äußerliche Volk oder sowas, sondern der Jude, das kommt von Jehuda, das heißt loben und danken, weil eben Lea sich bedankt hat bei Gott für diesen Sohn. Und deswegen ist für mich auch in jedem Menschen diese Freude über das Leben, der beste Dank, den man Gott geben kann, die Freude im Herzen einfach. Und das ist Jehuda in mir. Und insofern sollte jeder Mensch, Menschen, die dann den äußeren Juden, den wirklichen physischen Juden verachten, die müssen verblendet sein, weil sie halt sich selber damit auch was in sich selbst eigentlich abtöten. Und ja, aber so ist es in der Welt und es muss wohl so sein. Ja, eben da geht es wieder, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist vor mir? Wie spüre ich sein Herz? Wie spüre ich seinen Baum? Genau, sein Zentrum. Sein Zentrum. Genau. Und dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist halt eine der Sachen, wo ich auch mit dem Judentum schon ein bisschen Probleme habe, weil da das halt ausdrücklich nur auf die Mitjuden bezogen wird. Also der Nächste, da wird halt nur gesagt, die Liebe zu allen Juden, Ahavas Yisroel. Ja, ist ja nicht verkehrt, erstmal die Nächsten wirklich, also die eigenen Familienmitglieder, ist klar, dass man sich um die erstmal kümmern soll, weil die einem ins Leben gestellt sind und die sind einem näher. Aber es das heißt ja nicht, dass man die anderen nicht auch, wenn man die Möglichkeit hat, genauso lieben und unterstützen soll. Ich finde vor allem auch die Doppeldeutigkeit des Wortes für Nächster sehr interessant oder sehr spannend. Nämlich Reacher, das kann auch anders ausgesprochen dann dein Böses heißen oder dein Schlimmes, nicht Böses, aber dein Schlimmes, Schlechtes. Das kann man verstehen im Sinne von, was dir Schlechtes widerfährt. Also auch das sollst du lieben. Aber sogar das Böse in deinem Nächsten natürlich, auch das sollst du lieben und es versuchen zu erlösen oder halt aufzeigen, wie er es erlösen kann und oder erlösen lassen kann besser. Und dann kommt noch was mehr dazu, wenn man sagt, liebe deinen Nächsten, öfters glauben eigentlich, ja, ich kann doch nicht alle lieben. Da muss man sagen, der ich liebe, nun, der da gegenüber mir sitzt. Ja, Und in jedem Moment halt, wo du mit jemandem zu tun hast, da kannst du ihn auf jeden Fall leben. Du kannst lieben. Du kannst nicht gleichzeitig auch den Menschen irgendwo in Afrika lieben, aber vielleicht dann, wenn du mal mit ihm zu tun hast oder vielleicht, wenn du ihm mal eine Spende schickst oder wann, was auch immer. Also, das ist auch so das Problem der heutigen Gesellschaft, dass da ja auch immer von Solidarität mit allen möglichen anderen Menschen geredet wird, aber das immer so abstrakt bleibt. Das ist ja eine schöne Idee, wenn man immer davon redet, man soll tolerant sein, man soll alle Menschen gleich lieben.
Aber das führt einen oft dann weg davon, die Menschen im konkreten Umfeld auch wirklich so zu behandeln, als dass man sie liebt. Und vielleicht sollte man auch noch anfügen, dass ja der Spruch heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das wie dich selbst ist quasi die Grundvoraussetzung, weil wenn du dich nicht selbst liebst, wie kannst du wissen, einen anderen zu lieben? Also eins hängt am anderen. Die westlichen Werte, die werden ja jetzt sehr hochgehalten und ja, es ist ein heikles Thema, vielleicht können wir überhaupt nicht darüber sprechen. Gendern, LGBT, was. Wie kommt dir das, ist das, wie kommt dir das entgegen? Ja, es ist schon befremdlich für mich und ich schüttel auch oft den Kopf über solche Tendenzen, aber auch da versuche ich irgendwie das Positive zu sehen. Also gerade jetzt, wenn wir das Thema Gender nehmen, da wird dann irgendwie sowas behauptet, wie die Menschen haben so eine Art fluides Geschlecht oder 27 verschiedene Geschlechter. Also damit kann ich jetzt wenig anfangen, aber die Grundidee, dass in jedem Menschen sowohl männlich als auch weiblich vorhanden ist, das ist doch total biblisch. Das ist der Mensch, wie er geschaffen ist, männlich und weiblich schuf er sie. Und männlich und weiblich, Secher und Kavah, also Socher und Kavah kann man auch als Secher und Nikbo lesen. Und dann heißt es Erinnerung und Umhüllung, also das Verinnerlichte und das Umhüllende. Also das Weibliche ist halt einfach das Erscheinende von mir. Mein Körper ist meine Frau in gewissem Sinne, die Frau meiner Seele oder meines Geistes. Und insofern könnte diese Tendenz in der Gesellschaft ja wie so eine Art ins Materielle herabgezogene, dadurch natürlich schon auch entweihte Einsicht in diese Grundwahrheit sein. Und aber die Hoffnung ist halt, dass vielleicht der ein oder andere, der mit diesen Themen quasi provoziert wird oder angetriggert wird oder wie auch immer, dass er vielleicht dann durchbricht zu diesem geistigen Verständnis der Thematik. So Gott will. Das wünsche ich mir jedenfalls. Vielleicht gehört das nicht hinein, aber ich frage trotzdem, wie ist für dich heute die politische Situation, wo du drin lebst in Deutschland? Es wird eigentlich sehr viel zerstört, man fährt vieles an die Wand. Wie gehst du damit um, als glaubender, tiefer Mensch? Ja, das ist eben der Punkt, das Vertrauen, der Glaube, das ist meine Basis und deswegen bin ich überzeugt, dass alles, auch diese Dekadenz, die natürlich nicht zu verleugnen ist, ihren Zweck hat. Also vor der Sintflut musste auch erstmal, oder besser gesagt, nach dem Neuaufbau, nach der Sintflut musste halt erstmal die Sintflut kommen und gibt ja oft die Stimmen, dass wir wieder in Zeiten wie den Zeiten Noahs leben. Und das Jahr 5800, die 58, die große, die nähert sich auch immer mehr. Wir sind jetzt bei 5784 angekommen. 16 Jahre noch, wer weiß, was dann passiert. Und ich sehe das ganz entspannt. Natürlich habe ich auch Phasen gehabt in meiner Entwicklung, wo ich sehr in so Endzeitdenken und sowas geraten bin. Aber inzwischen glaube ich, dass es nicht zielführend ist. So, die Endzeit ist in jedem Moment, die erlebt jeder für sich individuell. Und ja, bestimmt gibt es sie auch äußerlich irgendwie historisch manifestiert. Aber es wäre ja auch ungerecht, wenn quasi nur eine Generation von den tausenden Generationen der Menschheitsgeschichte dieses Wunder live erleben könnten, sondern jeder kann es eigentlich in sich erleben. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Begriff der Reinkarnation, wie ich ihn verstehe. Ich werde dann auch dabei sein, egal ob wenn es erst in 1000 Jahren sein mag oder wenn es schon gewesen ist und wir hier eh in einer ganz komischen Realität jetzt schon leben, wer weiß, aber ich bin in jedem Menschen mit enthalten und jeder andere Mensch ist in mir enthalten und natürlich kann man das nicht wirklich fassen als Mensch. Das ist, übersteigt uns. Das ist Gottes Sache. Das ist das Verborgene, was Gottes ist. Für uns ist es Offenbare, damit müssen wir umgehen und das machen wir so gut wir es halt können, so gut es uns gegeben ist. Und so sehe ich das auch mit der Politik. Man muss sich halt seine Nischen suchen. In meiner Pflegearbeit war das natürlich echt problematisch jetzt die 3 Jahre. Aber ich bin standhaft geblieben mit Gottes Hilfe und mir ist der Stich erspart geblieben. Und ja, mir geht's gut. Und ich hoffe, dass auch in Zukunft ich immer diesen Standpunkt weiter tragen kann, weiterhalten kann. Amen. Ja, kommen wir langsam zum Ende. Zuerst nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Super Gespräch. Können wir gerne auch öfter noch machen. Also es ist wirklich ein sehr erbauliches Ping-Pong-Spiel gewesen heute. Ich denke, ja, ich glaube nicht, dass das das Letzte ist.
Vielleicht machen wir sonst miteinander einmal einen Podcast. Das wäre noch sehr interessant. Wir sind eigentlich auf der gleichen Ebene und denken fast gleich vielleicht. Aber Wir müssen die genau. Brücke von Schweiz nach BRD ein bisschen weiter bauen. So, da Ja, muss genau. viel mehr Austausch stattfinden. Genau. Und das finde ich, für mich ist das ganz wichtig. Jetzt wie ein Anfang, ich hoffe es, dass ich nicht, oh Gott, irgendwas Großes in den Mund nehme. Wie der Anfang, dass wir auch für die Schweiz irgendwo einen Raum finden. Also ein Charles Fleischhauer haben wir nicht. Noch nicht. Ja, Kommt vielleicht noch. und ein Robert Stein haben wir auch nicht. Der ist zumindest nicht ganz so weit entfernt von euch. Der wohnt ja in Bayern irgendwo. Ja, irgendwo, ja. Also eben, dass man solche Leute auch könnte hineinziehen und sagen, hey, wenn das irgendwie geht, auch einmal einen Podcast zu machen. Also das wäre eigentlich ein Wunsch von mir, aber Wünsche können in Erfüllung gehen. Genau, die Wünsche, die im Sinne Gottes sind, werden in Erfüllung gehen. Und alle anderen werden geläutert und werden dann in der Form, wie sie in Erfüllung gehen sollen, in Erfüllung gehen. Genau. Also ist das wunderschöne Schlusswort. Liebe Ja. Janosch, herzlichen Dank und die nächste Woche wieder. Genau, komm gut nach Sückes in die Laubhütte jetzt demnächst beim Laubhüttenfest und genieße den Himmel, der zu dir spricht, weil die Wände dünn genug sind und Lücken genug haben, dass der Himmel reinkommt. Das Wetter des Himmels, der Wind, der Geist, das Wasser vom Himmel vielleicht hier und da. Nicht zu viel, nicht, dass es störend wird, sondern dass es belebend bleibt. Genau. Das wünsche ich dir und allen unseren Zuhörern, Zuschauern natürlich. Genau. Und das Dach der Schukot soll offen sein, dass wir ihn durchsehen. Und unser Dach soll auch offen genug bleiben, immer. Ja. Okay. Dankeschön, Ja. liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ist doch gut. Genau, und ich werde ja vielleicht das Video auch dann auf meinem Kanal hochladen. Wer es also bei mir guckt, bitte auch bei Tom vorbeischauen, auch mal ein Abo dalassen. Der braucht auch, oder was ist, braucht nicht, aber verdient auch ein bisschen mehr Publikum. Hast du's? Ja, okay. Und tschüss. Tschüss.